Hallo Abenteurer, willkommen im Drunken Monkey. Schön, dass ihr alle an diesem Freitagabend zu Primetime hier eingeschaltet habt. Ich freue mich drauf, diesen schönen Abend. The Wild Beyond the Witchlight, Folge Nummer 4 heute. Es geht weiter auf dem Jahrmarkt. Haben uns diese Woche schon ein paar Mal gesehen. Ihr seht mich zumindest das dritte Mal live. Eine vollgepackte Pen and Paper Woche hat man dieses Mal. Wir haben am Montag D&D gehabt mit Teil 2, die Blutgräfin, den Abschluss des Abenteuers von Chris. Wir haben am Mittwoch, so vorgestern, Hexen gehabt, Teil 2, die Nacht des kopflosen Reiters, was auch ein fantastischer Stream war, der unheimlich viel Spaß gemacht hat. Das Hexenabenteuer war richtig, richtig cool geschrieben, hat Spaß gemacht auch zu leiten. Ja, und heute Abend geht's endlich mit unserer Kampagne weiter. Gefühlt schon Ewigkeiten her. Wie geht's denn euch? Wie war denn eure Woche? Habt ihr so eine entspannte Arbeitswoche gehabt, wie es zum Beispiel bei mir war? Ich habe gestern den ersten Arbeitstag wieder gehabt, den Brückentag und die Brückentage quasi genutzt, den Feiertag und die Brückentage genutzt. Ich glaube, anders wäre die Pen and Paper Woche auch, glaube ich, nicht zu schaffen gewesen. Also mir geht's auf jeden Fall, abgesehen von etwas Müdigkeit, gut. Doch. Bin gespannt, wie dreimal Spielleiten sich auswirkt auf den Gesamtstatus Müdigkeit. Ja, was ich ankündigen wollte, du bist auch müde, Hiranka. Sehr schön, aber gesund, das ist wichtig, gesund. Davon hatten wir es ja neulich auch schon mal auf dem Discord. Ja, lieber Kaiser, danke dir. Gerne wieder reinschauen und viel Erfolg dabei. So ein bisschen den Ausblick möchte ich euch heute an der Stelle geben. Wir haben heute unsere Folge Nummer 4. Beim nächsten regulären Termin, das sind 14 Tagen, steht die Dreieckkon an. Da ist es dann so, dass quasi der Stream am Freitagabend ausfällt, weil wir auf der Dreieckkon sind. Sagt gerne Hallo, wenn ihr dort selber vor Ort seid. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. Die Monkeys sind auf jeden Fall vor Ort. Wir reisen Freitag schon an und sind dann Samstag und Sonntag dort greifbar. Bin gespannt auf das ein oder andere Gesicht und ich freue mich schon sehr darauf. Genau, also Freitag fällt wegen der Dreieckkon aus. Und nach der Dreieckkon switchen wir auch unseren Rhythmus. Das heißt, wenn ich es richtig im Kopf habe, das schreibe ich euch aber auch noch in aller Ruhe auf allen Kanälen, geht es dann quasi am 24.11., wenn alles glatt geht, weiter. Das heißt, dann geht es einfach in den Rhythmuswechsel. Ihr kriegt aber noch alle Informationen dazu. Genau, was ihr aber auf jeden Fall schon mal tun könnt, wir haben jetzt November und ein Special Stream steht an. Am 22.11. gibt es ein Special Stream hier im Drunken Monkey. Wir werden dort einen Gast haben. Die liebe Mariana wird bei uns da sein. Sie ist Teil des Grande Compendiums. Das Grande Compendium ist ja die Zeichner unserer tollen Artworks, das magische Allerlei, das ist bei uns auch immer wieder zu sehen sind. Und auf Instagram könnt ihr die nämlich finden, hier rüber. Tolle Artworks, die wir dort bekommen haben, unsere Kooperationspartner. Und genau. Die Mariana vom Grande Compendium wird am 22.11. mit uns gemeinsam einen Special Stream haben. Auf dem Discord habe ich ja schon angefangen, mit euch so ein bisschen zu quatschen, mit den Stammgästen über etwaige Monster, die wir dort gestalten und etwaige Ideen. Die werden jetzt, in den kommenden Tagen, werde ich die mit euch gemeinsam finalisieren. Die werden dann gezeichnet vom Grande. Das ist der andere Part quasi. Und dann werden wir diese Sachen, die wir uns ausgedacht haben, am 22.11. erleben, mit einer spannenden Geschichte, eine Lore, die bis dahin auch kommt. Ihr dürft gespannt sein. Tragt euch den 22. auf jeden Fall schon mal im Kalender ein. Genau. Wichtiger Termin. Ich glaube, das war es auch schon im Werbeblock. Ansonsten steht meines Wissens, falls ich irgendwas vergessen habe, die Osters werden bestimmt gleich sagen, nichts wirklich an. Und lieber Christi, auch eine gute Besserung. Und schön, dass du trotzdem mit dem Chat dabei bist. Ich lese es gerade. Alright. Meine lieben Monkeys, ich springe dann rüber
zu den Allstars, die schon warten. Sagt mit mir gemeinsam Hallo und begrüßt sie mit mir. Ich nehme euch mit. Einen wunderschönen guten Abend, ihr vier. Hallo. Hallo. Ihr seht fantastisch aus, wie immer. Du auch, wie immer. Du siehst fantastisch aus. Ich sehe fantastisch aus. Danke. Und ja, der Tiffy ist voll in ihrer Rolle. On point. On point. Wie geht's denn euch? Freue mich auf die Session. Oh ja. Traumhaft. Es ist Freitag. Es kann einem nur gut gehen, oder? Das Also. stimmt. Freitag und Kampagnenzeit. Was fehlt da? Alkohol. Met. Oh, ich liebe meine Met. Genau. Wir hatten es gerade davon. Trinkt ihr dann in der Weihnachtszeit Glühwein währenddessen, oder? Glühmet. Radapfelmet. Glüh Ja. Met oder Glühwein, das muss schon. Das Ja, muss schon. definitiv. Doch, das Bräuchte man gehört nur einfach so einen Tassenwärmer auf dem Schreibtisch, damit der Glühwein nicht kalt wird, Hallo während man und spielt eigentlich. willkommen im Drunken-Monkey. Lieber Manni, vielen lieben Dank für dein heilendes Wort. Toll, Manni. Danke, Manni. Gott sei Dank haben wir auch was Ihr bekommen. habt ja auch Wollte was. gerade sagen, die Spieler kriegen ja auch eins. Zwei haben wir bekommen. Dankeschön. Ja, eins geht, zwei Dankeschön. geht an euch und Ist ja eins geht nicht an so, dass mich. der DM schon sechs davon hat. Und unendlich viel Leben, ja? Ja. Und acht Glückspunkte. Das ist notwendig bei euch. Sind wir ehrlich? Das ist notwendig bei euch. Ja, So ja, ja, heilendes ja. Wort. Ich hab Ich nur bin dafür, so. dass den Glückspunkt, den Manni gerade freigestellt hat, dass den Gorgol kriegt, weil der hat keinen. Ich? Ja. Oh. Oder? Ich bin schon so glücklich mit euch. Da brauche ich eigentlich gar keinen mehr. Fast. Kriegt der andere. Ich möchte nur einmal ganz Ich kurz noch nehme. die Gelegenheit nutzen und Shorin willkommen heißen im Drunken Monkey. Während der ganzen Glückspunktgeschichte ist das untergegangen. Shorin, willkommen im Drunken Monkey. Schön, dass du da bist. Genau. Willkommen. Wir haben noch einen Glückspunkt für den Ditger jetzt gekriegt. Also dann hätte Ditger im Prinzip jetzt zwei. Wir haben gerade von Benjo rein. Und Sefi hat auch einen Glückspunkt gekriegt. Dann hast du ja, ich sehe es aber gerade schon eingetragen, auch vom lieben Benjo. Wunderbar. Und drei heilende Wörter, die wir noch irgendwie aufteilen müssen. Chaos, Riesen. Ihr seid Nochmal ja ein verrückt. Glückspunkt für Gorgol. Danke, Ja, da muss aufgestockt werden. Ein für Tintenrabe, sehr schön. Die Punkte sind irgendwann inflationär, Dankeschön. ne? Also. Ja, wir haben 15 Glückspunkte. Wow. Ja, das wird jetzt alles am Anfang rausgeballert, aber ich beschwere mich nicht. Ja, Oh, genau. danke, Chris. Es geht ja gerade weiter. Und ein richtig Kampf Ich von da muss Chris. ja nochmal sagen, lieber Chris, danke für den Crit. Falls es noch nicht alle mitbekommen haben. Chris hat hier Schmeiß mit Fuffis im Club rum gerade. Genau. Wow. Ja, Hyranka, du sagst das absolut richtig. Der Sound on point. Wow. Wow. Jawohl. Nein, das verrate ich noch nicht. Ich bin gerade schon wieder dabei und habe heute Nachmittag die Köpfe mit dem Grande Compendium mit den beiden zusammengesteckt. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin gerade dabei, was am machen. Hat was mit unseren Sounds zu tun, die jetzt neu eingespielt worden sind. Und mal gucken, was du. Dürft gespannt sein, ob wir es hinkriegen. Ah, ich habe überlegt, kurz tease ich es an, tease ich es nicht an. Nein, ich lasse es. Also Ah. hast du es angeteasert, Ich aber sage A, aber wirklich. nicht B. Genau. Ja, ja. Danke, Rogue Anarchist, auch noch für den. Danke für den Glückspunkt, Chris. So. Glückspunkt, ja. Okay. Haut alles raus. Sammelt's, ihr werdet es brauchen in der Kampagne. Also du meinst, Du wirst es brauchen. wir sollen es so ansparen, wie du gerade die ganze Zeit alles ansparst. Genau. Damit sein nächster Skelettdrache kommen kann und uns alle one-hittet. Sein Skelettkürbisdrache. Oh je, oh Dürft je, oh gespannt je. sein. Alright. Ricky, wir haben ja heute schon das zweite Mal jetzt miteinander das Vergnügen. Genau, mit dem lieben Tinrab auch das zweite Mal. Eine intensive Du meinst diese Woche? diese Woche, genau. Ja.
War eine schöne Pen and Paper-Woche tatsächlich. Ja. Mhm. Alright. Meine Lieben, für alle, die das erste Mal quasi heute eingeschaltet haben, da habe ich nämlich jetzt schon vorhin zwei Erstchatter auch kurz gesehen. Stellt euch doch einmal ganz kurz vor, wer ihr seid, was für Charaktere ihr spielt. Und ich höre einfach auch gern euch quatschen. Hi, ich bin Rieke und ich spiele Marielle Galando, eine Halbelfe aus noblem Hause, die eine Hexenmeisterin ist mit einer Erzfee namens Lurue, Königin der Einhörner, als Patronin. Sie ist hinausgezogen in die Welt als ältestes Kind ihrer Familie und kann den Thron erst antreten, wenn sie ihrer Patronin Genüge getan hat, nach alter Tradition. Und gerade ist das Verhältnis zu ihrer Erzfee-Patronin ein bisschen, sagen wir, kompliziert. Ein bisschen. Schwierig. Ein bisschen schwierig. Ja, hi, ich bin Ditke. Ich werde heute Gorgul, den Ork-Sturmkleriker des Gottes Talos, des Sturmgottes Talos, spielen. Er wurde vor langer Zeit aus seinem Dorf verstoßen, war dann selbst einige Jahre Abenteurer und hat dann im hohen Alter nochmal ins Drunk Monkey gefunden und darf jetzt seine Zeit mit seinen neuen Freunden genießen. Okay. Hallo, ich bin Zefi. Ich spiele Lilith, die Halbelfen-Hexenmeisterin. Durch den ersten Pakt, den meine Vorfahren geschlossen haben mit dem Teufel, hieß es eigentlich, unsere Blutlinie soll reinbleiben. Meine Eltern haben sich nicht ganz dran gehalten. Jetzt bin ich auf der Suche nach meinen Eltern. Ich versuche irgendwie diesen Pakt zu lösen. Und seit dem Ende von Staffel 2 bin ich auf der Suche nach meinem treuen Begleiter, meinem Dämon Hugo, der weg ist. Hugo. Mhm. Und dann beende ich die glorreiche Vorstellungsrunde. Ich bin Tinderab und spiele heute wieder Samariel Grenames, ehemaliger Abgänger einer Magierakademie und mittlerweile Zwielichtkleriker oder Dämmerungskleriker, ich kenne die genaue deutsche Übersetzung. Dämmerlichtkleriker. Auf jeden Fall, Kleriker des Nahanos und ich freue mich wieder hier zu sein. Und ausnahmsweise beende ich die Vorstellungsrunde auch mit einem eigenen kleinen Werbeblock. Denn die talentierte Chaos Lisa aka Mana Olana und ich und 8 andere Autoren haben eine Anthologie geschrieben, genauer gesagt eine Dark Fantasy Anthologie mit dem kurzen, prägnanten Namen The End, I Hunt You Down or Die. Es geht um 10 Jäger in 10 unterschiedlichen Welten, die alle auf ihre eigene Art draufgehen oder töten. Und unsere Anthologie wird morgen erscheinen. Auf Amazon für 5,99 ist das E-Book verfügbar. Das Print ab morgen für 24,99 überall, wo es Bücher gibt. Und wenn ihr ganz verrückt seid, schreibt mir oder Lisa, dann bekommt ihr ein signiertes Exemplar aller 10 Autoren. Den Link klatsche ich euch noch in den Discord und hier in den Chat. Danke fürs Zuhören. Werbeblock Ende. Ich habe es gerade schon die ganze Zeit parallel versucht, den Link reinzukopieren. Ich habe es irgendwie nicht funktioniert. Mein Twitch hat zu mir gesagt, ich bin dazu nicht berechtigt. Benny hat es geschafft. Ja. Jo. Jetzt sollte ich mir Gedanken machen. Das ist jetzt mein Twitch. Wir haben den Stream gekapert. Der DM hat keine Macht mehr. So sieht es fast aus. Ja. Wird gerade geschrieben. Glückwunsch zur Veröffentlichung. Ja. Glückwunsch dazu. Glückwunsch herzlichen euch beiden. Dank, herzlichen Dank. Ja. Ich melde an für eine signierte Version, möchte ich haben. Sehr gerne. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Bitte notieren und Rechnung stellen und auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe, man sieht hinter dem Drunk Monkey Schild, man sieht es nicht, ja auch schon die ein oder andere schöne signierte Bücher von euch. Ich sammle jetzt schon, weil irgendwann mal, das kann ich euch, liebe Monkeys, nur empfehlen, tut das jetzt, wo ihr das noch zum
Handelspreis kriegt, weil das ist eine Wertanlage. Weil irgendwann mal sind diese Signaturen so viel wert. Erinnert euch in 20 Jahren an meine Worte. Erinnert euch. Wenn wir die Namen in Somarie beziehungsweise im Tintenrabe und auch von der Chaosliese auf großen Plakaten sehen werden, wenn die ein neues Buch veröffentlichen. So, ich gucke, dass ich nachher nicht ausrutsche, wenn ich aufstehe. Genau. Alright. Wunderbar. Meine Lieben, vielen Dank für eure Vorstellung und für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Emo, der Dungeon Master dieser absolut Chaos-Truppe. Liebenswert, cineastisch, sehenswert. Alright. Für alle, die heute das erste Mal einschalten, ein ganz kleiner kurzer Recap. Wir sind auf dem Hexenlicht-Jahrmarkt. Wir haben ca. 23 Uhr. Unsere All-Stars sind nach den Strapazen dort so ein bisschen am ausgelassen, Attraktionen, bummeln, naschen und ja, vor allem Lilith am Kotzen. Wegen so viel Glitzer. Regenbogen, wir kotzen Regenbogen. Wir haben schon Regenbogen gekotzt, richtig. Und es ist auf dem Jahrmarkt eine relativ ausgelassene Stimmung. Ihr habt schon das ein oder andere gesehen. Ich glaube gerade einmal parallel, wofern die Technik mitmacht. Jawohl. Die schöne Jahrmarktskarte mit in die Übersicht. Seite. Im letzten Stream hatten wir so ein bisschen Darien und Marielle Zweisamkeit, die den Jahrmarkt gemeinsam in einer schönen Ausflug, einen schönen Ausflug in die Pixie-Welt hatten, dann eine Gondelfahrt hatten. Ein bisschen, ich bin so frech, awkwarde Situationen hatten. Was? Ein bisschen. Was? Ein bisschen. Wie könnte es zwischen Derry und Maria jemals awkward werden? Das verstehe ich jetzt ja gar nicht. Ja. Ja, kann man so nennen. Kann man so nennen. Ja. Neudeutsch würde man auch cringe sagen, aber ja. Oder cringe. Ja. Sagt man heute cringed statt awkward? Ja. Geht beides. Geht beides, okay. Keine Ahnung, ich komme aus Bayern. Da wird man einfach sagen, es war zum Fremdschämen. Oh Gott. Ja. Das klang jetzt eher schwäbisch. Ja, Lass mal durchgehen. Lass mal durchgehen. Ja, Darien ist eher der zurückhaltende Typ. Ja, ja. Marian ist also wieder am Markt. Naja, habe ich jemals offiziell weg vom Markt? Ich meine, I don't know. Finden wir es raus? Finden wir es raus. Meine lieben Monkey, ich habe euch den Hintergrundsound angemacht. Sollte es zu laut sein, bitte handheben und schreien, dass ihr uns noch alle gut verstehen könnt. Sollte eine schöne Untermalung sein. Genau, das waren auf jeden Fall so die Erlebnisse der letzten Stunde ungefähr, wenn wir uns auf die Spielzeit einlassen, das so in der letzten Stunde eben passiert. Unsere zwei, Marielle und Darien, sind aus der Schwanenfahrt ausgestiegen. Darien ist angerempelt worden von einem Herren, der einen also braun, edel, erdfarbenen, schlecht sitzenden Anzug anhatte. Ein offensichtlicher Elfenmann. Darien hat sich noch so ein bisschen einmal umgedreht, hat den Rempler in die Augen geguckt, hat so abgewinkt, ach komm, lass mir meine Ruhe. War vielleicht auch der Situation geschuldet in der Gondel und sucht so ein kleines bisschen die Ruhe für sich, lässt Marielle dort stehen und die Augen des Anzugträgers, Marielle, die waren ja weit aufgerissen, er starrt dich an mit diesen weit aufgerissenen Augen, als würde er dich gleich auffressen wollen, guckt völlig entsetzt und stark fokussiert dich an, guckt Richtung Darien so, könnte seinen Blick fast schneiden und Blicke töten könnten, schüttelt er sich einmal so kurz. Tut mir leid. Sorry. War nicht so gemeint. War keine Absicht. Ich wollte keinen umrempeln. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin einfach so unfassbar nervös. Warum? Mein erster Tag. Meine erste Vorstellung heute Abend. Und ich weiß nicht warum, aber Blitz und Licht meinten,
dass ich heute Abend direkt am ersten Tag beim Zirkusspektakel auftreten soll und dann auch noch nach Kerzenfuß. Der wird Schlagzeilen machen. Der macht genau das gleiche wie ich. Der ist magischer Künstler. Er ist wirklich ein Künstler und ich kann's nicht. Und dann meinten die beiden, direkt danach darf ich. Und ich dachte mir, 10 Tage. Dein erster Tag, das wird eine Katastrophe. Wie war euer Name? Entschuldigung, Tintakel. Tintakel? Ja. Und Sie sind Magiekünstler? Ich versuch's. Ja, aber es muss ja, Sie müssen ja eigentlich schon... Also, Marielle Galando, ich liebe Einhörner und, und es muss doch einen Grund geben, warum Sie angestellt wurden. Also, Sie können jetzt ja nicht... komplett talentfrei sein, wenn Hexo nicht ja, angestellt haben. Aber nicht nach Kerzenfuß. Ich habe den gestern Abend gesehen. Das ist eine Sinfonie, den er da macht, was er da macht. Da funktioniert alles. Was ist, wenn meine Tricks nicht funktionieren? Ja, aber sie machen die Tricks doch bestimmt nicht zum ersten Mal. Ja, vielleicht doch. So das eine oder andere. Oh. Also in der Theorie funktioniert das. Aber ich bin ja auch neu. Was ist, wenn die meinen Namen vergessen? Tintakel. Vielleicht machten die Tintenhagel draus, Tintenfass. Ich finde, Tintakel ist schon sehr eindrücklich. Hm. Mehr als dieses andere... Wie hieß der andere? Kerzenfuß. Ja. Das ist ein Meisterpantomime. Er schafft es, ohne dass er ein Wort sagt, alle zu begeistern. Wie mache ich das? Einfach selbstbewusst auf die Bühne mit den Tricks, die sie einstudiert haben und einfach machen. Aber was ist, wenn ich nach Freiwilligen frage, dann kommt keiner? Ich könnte mich doch als Freiwillige melden. Also kommt noch an, was wir für einen Trick machen wollen, aber ich meine, ich werde im Publikum sein, dass mir die Show nicht entgehen. Ich könnte sie wirklich aufrufen, wenn keiner sich melden würde? Ja, klar. Das wäre bestimmt hilfreich. Und ja, ihr habt bestimmt recht. Also es muss ja einen Grund geben, warum ich angestellt worden bin. Eben. Einfach selbstbewusst, ich lege ihm so die Hand auf die Schulter, will ihm eigentlich Guidance geben, dann fällt mir ein, shit, das kann ich nicht mehr. Okay, einfach aufmuntern. Und lächle ihn freundlich an und mach mit Prestidigitation so ein bisschen so leuchten, dass er denkt, ich lege irgendeinen ermutigenden Zauber auf ihn so. Einfach selbstbewusst, mit Mut und Übung und dann klappt das. Und ich werde gucken, dass ich ordentlich applaudiere. Ja, wer applaudiert? Ach, Samariel, da seid ihr ja. Hallo. Hallo. Hier, das ist Tintakel, der tritt heute das erste Mal auf. Ah, wo, wie, wann? Mit wem? Bei diesem großen Zirkusspektakel. Ich komme direkt nach Kerzenfuß, will das einer glauben, das passt doch auf keine Kuhhaut. Was, du kommst nach Kerzenfuß? Ja. Oh mein Gott. Gorgol, kennst du Kerzenfuß? Nein. Mit was tritt der auf, Tintakel? Tintakel? Tintakel. Tintakel. Tintakel der Prächtige. So ist mein Name, den man mir hier gegeben hat. Der Prächtige? Was ist, wenn der Prächtige heute Nacht gekündigt wird? Mit was tretet ihr auf? Vielleicht können wir euch Tipps geben. Wir waren sehr gute Abenteurer. Magie! Greift in seine Jackentasche, holt Konfetti, es bleibt so ein bisschen hängen und ein Konfettiblatt liegt. Magie! Tusch! Ja, ich war auch mal Magier, aber da brauchte vielleicht etwas mehr als Konfetti. Deswegen sage ich doch, die sind verrückt, mich am ersten Abend meines ersten Einsatzes hier direkt nach Kerzenfuß ranzulassen. Im Zweifelsfall, falls deine Tricks wirklich nicht klappen sollten oder du zu nervös bist oder du das Gefühl hast, dass sie nicht gut genug sind, dann stell es einfach so dar, als ob das alles Absicht ist und dann machst du einfach eine Clownsnummer draus. Hast eine du Gute. Einen Assistenten? Nein. Ich könnte dir auf die Bühne gehen und dir Sachen einflüstern. Ich habe ja zumindest nicht meinen
Ich habe vielleicht mein Können, aber nicht mein ganzes Wissen verloren. Das heißt, ich darf mich und dich einladen, beziehungsweise euch rufen, wenn sich keiner freiwillig meldet zu meinem Zaubertrick. Du stehst mir Assistent und du kommst in die Kiste rein. Sehr gut. Abgemacht. Ich rufe euch, wenn keiner freiwillig kommt. Du hast noch nichts von der Kiste gegangen. Danke, ihr rettet mir den Abend. So habe ich mich da jetzt wieder reingeritten. So, ich zähle auf euch. Wann geht's? Wenn das kleine Feuerwerk im Zirkuszelt losgeht, das dürfte so in einer Dreiviertelstunde vermutlich mal sein. Nehmt eure Plätze ein. Ich werde dafür sorgen, dass ihr in der ersten Reihe Plätze habt. Vier Stück werde ich reservieren. Dass ich euch auch finde, wenn ich Freiwillige brauche. Sehr gerne, natürlich. Ja, machen wir. Und ich gieße meine Blumenkranz. Wir brauchen fünf Plätze. Fünf. Ich hab mein Kürbis noch dabei. Stimmt, der Kürbis. Okay, fünf. Hallo, Kürbis. Hallo. Ihr schmeißt nochmal so ein einzelnes Konfetti. Push. Ihr seht mich nicht mehr. Und ihr läuft davon. Wo ist er hin? Ich hoffe, dass das nicht alles, was er kann. Nein, das wird schon werden. Jeder mag im schlimmsten Fall lasse ich in Flammen aufgehen. Das zieht immer und... Ja. Ich habe gehört... Ich komme wieder in den Moment. Dieser Hexenlicht-Monarchen-Knopf, dass der eventuell im Fundbüro sein könnte. Also zumindest, dass da eine gute Chance besteht, dass er dort ist. Was habt ihr so gemacht die letzte Stunde? Schön ablenken. Ich war was essen. Ich kann was trinken. Zumindest was gesucht. Ich habe versucht, aber... nicht zu kotzen. Hat's funktioniert? Nein. Ich war... Der ganze Ort. Wir waren im Pixie. Königreich. Und wie war's? Es war sehr schön und witzig dort. Man wird da auf Pixie-Größe geschrumpft. Jetzt weiß ich, wie Pepper sich fühlt. Oh. Und man hat Flügel bekommen, mit denen man ein bisschen rumflattern konnte. Also nicht wie diese hier, sondern so richtige magische Flügel. Ja. Ja, aber warum ist Darien weggelaufen? Ich glaube, der... braucht ein bisschen Zeit für sich. Vielleicht. Was hast du mit Inside dem gemacht? Check. Würfel. Aber es ist ja basically die Wahrheit. Ich kann ja trotzdem drauf würfeln. Ich brauche einmal ein Motiv erkennen und einen täuschen Wurf, bitte. Aber ich täusche doch gar nicht. Es ist ja die Wahrheit. Okay. Okay, na gut. Na gut. Von mir aus. Da war jetzt auch kein so guter Inside-Check. Mal gucken, ob mein... Docker, möchtest du einen Glitzpunkt ausgeben? Ich bin absolut überzeugend. Ja, er braucht Zeit für sich. Genau, ich habe nichts mit ihm gemacht. Das ist ja vielleicht Teil des... Egal. Ich hab nicht gesagt, dass du was mit ihm gemacht hast. Aber nee, okay. Lilith hatte gerade gefragt, was ich mit ihm gemacht habe. Deswegen. Nichts hab ich gemacht mehr. Okay. Also habt ihr jetzt das Pixie-Königreich und... Ja. Ich habe hier den Knopf des Pixie-Königreichs und ich zeige auf mein Kleid, wo ich den... Den haben wir da bekommen und dann haben wir noch so eine Schwanenfahrt gemacht und der Schwan hat sehr viel geredet, aber ich habe Pepper zum Schwan geschickt und dann haben die sich gegenseitig abgelenkt, aber... Ja, lebt der Schwan noch oder hat er sich umgebracht? Nein! Wie gesagt, die hat ungefähr genauso viel geschnattert wie Pepper. Insofern war das eigentlich gute Gesellschaft. Faszinierend. Ja. Auf jeden Fall, der Hexenlicht-Monarchenknopf ist vielleicht beim Fundbüro. Und ansonsten. Ja. Gut. Entschuldigung, nach all dem Kürbissen hier habe ich das schon wieder vergessen. Was bekommen wir, wenn mit den Monarchen. Bekommen. Keine Ahnung, irgendeinen besonderen Preis.
Was ist, wenn wir uns den einfach holen? Ja, wir müssen ihn ja erstmal finden, oder? Du hast doch gesagt, er ist im Fundbüro. Vielleicht. Dann auch zum Fundbüro. Das ist eine Spur zumindest, die ich bekommen habe. Dann gehen wir zum Fundbüro. Hallo, Sie da. Und Gorgel würde den nächsten ansprechen, der hier auf dem Markt aussieht, als würde hier arbeiten. Du siehst so einen kleinen Goblin mit Schmetterlingsflügeln, der völlig missmutig von unten hochguckt. Ja. Oh, sind Sie auch eine mächtige Hexenmeisterin? Was immer euch belieben. Sag mal, können Sie uns weiterhelfen? Wir suchen das Foodbüro. Wir haben was ganz Wichtiges verloren und das zu. Unsere Würde. Die ist schon lang weg. Ihr guckt so in die Runde. Werter Herr, Ihre Blumen fangen an zu welken. Ich mag Einhörner. Ich hasse es hier. Ich liebe Einhörner sogar. Sehr. Ich hasse alles und jeden. Auf jeden Fall, das Fundbüro ist dort am Eingang. Runterwärts den Gang, dann links, einmal rechts. Man kann es nicht verfehlen. Man hört dort die Kinder von Weitem schon schreien. Ah, werden die auch da abgegeben? Hätten wir die nicht hier überall? Ja, die werden dort abgegeben, wenn sie verloren sind. Deswegen heißt es ja Fundbüro. Ah. Ich will auch Kinder aussetzen. Also. Dann danke, Herr Goblin. Ja. Runterwärts, rechts. Spaß. Immer schön freundlich und nicht vergessen, in weniger als einer Stunde am großen Hauptzelt das Zirkuszeltspektakel. Okay. Da wollen wir unbedingt hin. Sehr schön. Wir haben Plätze in der ersten Reihe. In der ersten Reihe! Viel Spaß. Okay. Danke. Also dieser Mitarbeiter ist nicht so gelaunt wie der Rest der Leute hier. Die sind ja alle seltsam gelaunt. Ich möchte mit dem Manager sprechen. Läuft an euch vorbei, man hört noch so eine grüne Wolke und er läuft weg. Ich mach einmal mit Prestidigitation, schiebe ich ihm so eine Pupswolke hinterher. Ah, das Frühstück. Okay. Okay, von Büro. Ja. Lilith und Muriel, ihr seid ziemlich gut im Reden. Vielleicht überzeugt ihr nicht, dass sie uns einfach diesen Monarchen-Anstecker geben, weil wir den verloren haben. Das stimmt zwar nicht, aber das müssen die ja nicht wissen. Ich geh voraus und frag. Ich mein, lass mich machen. Wirklich, Lilith? Wieso nicht? Also ich meine, du kannst reden und du kannst einschüchtern, aber ich weiß nicht, ob du den Vibe hier so triffst. Wenn du weißt, aber was sind, ich meine. Aber ich würde sicher irgendwas treffen. Ich weiß nicht, ob es der Vibe ist, aber irgendwas treffe ich ganz sicher. Entweder mit meiner Faust. Genau das meine ich. Wenn hier Kinder abgegeben werden, solltest du vielleicht nicht mit Feuer um dich schmeißen. Ja, aber wenn, also nur so eine Idee. Wenn der Chef vom Fundbüro die ganze Zeit mit Kindern zu tun hat, ist er sicherlich schlecht gelaunt. Ergo der perfekte Gegenpart zu Lilith. Wollen wir vielleicht erstmal gucken, wer da im Fundbüro sitzt und dann entscheiden, wer redet? Also denn vielleicht wurden die Kinder auch absichtlich abgegeben. Macht es nicht unbedingt besser? Ja, also dann werden halt Kinder auch weg. Also, ich lauf mal voraus. Ja, das Fundbüro. Ihr seht es auch auf der Karte, Lost Properties. Im oberen Achter, unten im oberen Achter rechts, man sieht es, glaube ich, oder? Ja, man sieht es. Ja, hab's gefunden. Genau, ihr nähert euch diesem Fundbüro. Das ist so ein kleiner, eingezäuntes Areal, hat so ein Gebäude, eine Art Wagen könnte man es auch beschreiben. Und innerhalb dieses abgegrenzten Areals ist eine
katzenhafte Kreatur, die dort auf dem Boden liegt. Ich zeige sie euch. Oh. Guck sie dir genau an. Die Schmetterlingsflügel hat, mit wunderschönen Teppichen auf dem Rücken ausgekleidet ist, das fast so wie zum Reiten aussieht. Auf den Schultern eben diese zwei Schmetterlingsflügel. Beim genauen Hinblicken seht ihr aber, dass diese Schmetterlingsflügel Tentakel sind. Und ihr kennt am Ende der Tentakel, sind das nicht Tentakel einer Täuschungsbestie? Oh Gott, ja. In der so die schönen Flügel festgemacht sind. Sie hat so ein kleines Holzfass unterm Arm, wie man das von Bernhardinern kennt, unterm Kinn. Und zwei Kinder spielen dort. Es sind zwei, ein Mädchen, ein Junge, mit dem es rumtollt. Und dann hört ihr noch so ein bisschen, nochmal, Dirla, nochmal. Der Junge und das Mädchen hängt am Arm. Und ihr seht die dort am Hals von der Kreatur, die gerade Dirla geschimpft worden ist. Und die spielen dort miteinander. Es scheint eine sehr zahme Täuschungsbestie zu sein. Nee. Ist sonst da niemand? Also, nein. Lilith, wolltest du nicht reden? Ich bin ein bisschen erleichtert, dass es eine Täuschungsbestie ist. Ich hätte mich dann hätte mich echt gefragt, wie das zustande gekommen wäre. Die Täuschungsbestie macht einmal. Man sieht diese riesige Fangzähne, die diese Kreatur im Mund hat, die wahrscheinlich den Kopf des kleinen Mädchen, das neben ihr steht. Ein großes Feini. Ein bisschen ziehen könnte. Ja, Lilith, bitte. Mach sie nur nicht sauer. Vielleicht. Das kann ich nicht versprechen. Das kriegst du hin. Und ich tappe Lilith auf die Schulter, stupfe sie ein bisschen vor und gebe ihr Guidance dabei. Oh, du hast Guidance. Du hättest unseren Zauberer, kannst du Guidance nachher auch geben. Hält nur eine Minute. Damit. Ich würde dann halt mal vorgehen und sagen, Herr, Frau, S, Miete, Katzi, Flatterding. Dila Grauen. Was? Dila Grauen. Faucht sie euch entgegen. Des besseren Verständnis spreche ich jetzt nicht mit fauchiger Stimme. Dila Grauen ist mein Name. Ihr müsst euch da so ein Fauchen bei mir vorstellen. Wundervoll. Lilith, mein Name. Wie kann ich euch helfen? Ich würde mich nochmal umdrehen. Was soll ich das komische Ding fragen? Du sagst, wir haben den Hexenlichtmonarchenknopf verloren und ob der hier abgegeben wurde. Genau. Gehören Sie hier zum Fundbüro? Herr Mitte, Katzi. Blick dich um, wie ein großes Schild und Sachen über ihrem Kopf an dem Wagen. Sie guckt dich wieder an, hebt so eine merkliche Augenbraue. Man sieht so an diesen Fühlerhaaren, dass die Augenbraue nach oben geht. Legt den Kopf so schief? Ernsthaft? Das ist keine Antwort. Du spürst den Sarkasmus, den sie an den Tag legt. Mag vielleicht der Kinder geschuldet sein. Es werden hier auch Kinder abgegeben im Fundbüro. Also was sagt mir nicht, dass Sie, Herr, Frau Riesenkatze, nicht auch abgegeben worden sind? Ich darf mich vorstellen. Dila Grauen. Das Fundbüro des Jahrmarktes. Geht doch. Der Tag ist ein etwas anstrengend, beziehungsweise der Abend. Diese zwei Kinder sind den ganzen Abend schon bei mir. Sie sind gefunden worden und sind noch nicht abgeholt worden. Seht es mir nach, dass meine Laune gerade nicht die beste ist. Ich würde mir die Kinder anschauen. Ich würde zurückschauen. Also mich wundert es nicht, dass die zwei abgegeben worden sind. Ich will jetzt aber auch nicht so hart drauf spekulieren, dass die auch wieder abgeholt werden in der nächsten Zeit. Ja, manches wird halt einfach auch auf dem Hexenlichtjahrmarkt verloren gehen. Manche Dinge verliert man, manche Dinge werden einem genommen. Aber im schlimmsten Fall können sie die zwei auch fressen. Was denn?
Ich bin sehr dankbar über meine Position hier. Wir suchen, um das Ei, auf das eigentliche Thema zurückzukommen, den Hexenlichtmonarchenknopf. Den Hexenlichtmonarchenknopf suchen wir. Wie rum ist das? Diese Täuschungsbestie dreht sich zu dem Jungen und mit diesem Virolasters faucht sie ihm unfassbar stark entgegen und der Schwanz peitscht einmal auf den Boden. Der hat so einen kleinen Spiegelball in die Hand genommen, der dort auf dem Fundbüroregal vor dem Wagen lag. Unfassbar gefaucht, im Dealergrau. Der Junge erschreckt sich und rennt weg. Rennt aus dem von euch offen gelassenen Gatter raus auf den Jahrmarkt. Ups. Ja, einer weniger. Halt! Eine Katastrophe. Entschuldigt. Die Bestie steht auf, schnappt sich den Ball, nimmt den zwischen die Füße. Das ist der Ball. Man ist jung. Entschuldigt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Was ist mit... Also, auch wenn es Lilith so gar nicht interessiert. So. Was ist denn mit ihrem Sohn, kleinem Kind, passiert? Mit Stern. Oder wie auch immer. Ist leider verloren gegangen. Das passiert öfters mit Kindern hier, oder? Das ist sein Lieblingsspielzeug gewesen. Mhm. Den sich Viro gerade geschnappt hat. Ihr würdet mir einen Bärendienst erweisen, wenn ihr Viro auf dem Jahrmarkt suchen geht. Ich kann hier nicht weg. Dann jetzt Viro oder das Funkelsternchen suchen. Ich glaube nicht, dass sich Sternchen noch hier befindet. Ich hab's überall gesucht. Ich hab's verloren. Es ist verloren. Mein Kind ist verloren. Eine merkwürdige Situationskomik. Ich frage mich, wie man sein Kind auch verlieren kann. Es ist jetzt ja doch schon 4 Jahre her. Ja, dann ist Hopfen und Malz verloren. Ja, dann würde ich das andere Kind suchen. Haltet vielleicht die Augen haben wir da mehr offen. Vielleicht findet ihr es ja. Was wollt ihr Viro bitte für mich suchen? Ja, aber schaut Sternchen so aus wie sie? Ja. Immer noch der Hexenlichtmonarchenknopf. Ja, ich wegen dem Knopf. Dieser Jahrmarkt, der verliert wirklich Dinge. Ja, so wie unseren Knopf. Konzentrier dich, Katze. Ist der Knopf da? Welcher Kopf? Welcher Knopf? Knopf. Hexenlichtmonarchenknopf. Das, was die Dame sagt. Gibt es so eine Knopfkiste irgendwo mit verlorenen Knöpfen? Ja, hier gehen wirklich viele, viele Dinge verloren. Das ist gar nicht so einfach. Dem einen wird was genommen, der andere verliert was. Habt ihr auch was verloren? Den Hexenlichtmonarchenknopf haben wir verloren. Ach, ihr sucht den Hexenlichtmonarchenknopf? Ja. Ganz genau. Exakt. Das ist alles. Ja. Wenn wir den haben, dann suchen wir natürlich Sternchen. Oder das andere Balk. Also ich würde mich freuen, wenn ihr Virus sucht. Mit den Zurückricht. Dann wäre ich bereit, den Hexenlichtmonarchen zu tauschen, wenn Viro wieder bei mir wäre. Gegen Viro? Also habt ihr ihn. Ich würde ihn tauschen gegen den Pantomimenknopf. Der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Oder den Einhornknopf. Okay, das lässt sich einrichten. Dürfen wir ihn davor sehen? Nein. Aber das ihr habt den Knopf. Alleine. Sie schüttelt mit dem Fässchen. Da sind alle Fundsachen drin. Ja, ich habe. Ich möchte gerne Inside-Check machen. Ich glaube hier gar nichts mehr.
Wow, okay, Samariel. Eine solide Dirty 20. Bin ja jetzt sehr weise. Ja. Du guckst von Intelligenz zu weise. Interessante Entwicklung. Du guckst Dila an und sie scheint tatsächlich geknickt zu sein, wegen dem das Viro weggelaufen ist. Sie ist aufgeregt, genervt. Sie hat so viele Emotionen in sich. Du schätzt es ein, dass es schwierig wäre für sie, wirklich hier euch irgendeine Story aufzutischen, was den Hexenlichtmonarchen anbetrifft. Ich glaube nicht, dass sie die gedanklichen Kapazitäten hätte, noch die Intelligenz besessen würde. Weißt du, weil es ist ja nichtsdestotrotz eine Täuschungsbestie, die zwar nicht ganz dumm ist, aber aufgrund der Vielzahl der Emotionen und dass sie mit dir spricht, schwierig wäre, alles aufrechtzuerhalten. Ich beug mich so zu den drei. Ich glaube, sie hat ihn wirklich, oder es hat ihn wirklich. Okay, dann suchen wir doch mal nach dem Jungen und den Einhornknopf, den habe ich ja. Dann können wir den tauschen. Perfekt. Also. Wo würde denn ein Kind am ehesten hingehen? Vielleicht zum Schneckenrennen? Ich habe da vorhin, irgendwie, als wir rumgelaufen sind, so ein Schneckenrennen irgendwas gesehen. Und Wir werden nicht gesehen haben, ob er geradeaus, rechts, links, bevor er aus dem Blickfeld ist. Der ist links runterwärts gelaufen. Na, das kommt ja ungefähr hin. Und wir können ja immer alles absuchen. Da gibt es ja auch und so kleine Wurfstände und sowas auf dem Weg dorthin, glaube ich. Ihr dürft mir auf der Suche nach Biro tatsächlich immer dann, wenn ihr sagt, Mensch, wir würden uns an der Stelle umsehen, auch einen Wahrnehmungscheck gerne machen. Ja. Überall wahrscheinlich. Wenn wir, würde sagen, wenn wir runtergehen am Ticketbooth vorbei, diesen ganzen Weg. Könnte ich. Wenn wir da stehen, der Boden sieht jetzt zumindest auf der Karte so grasig aus, bisschen bodenmäßig halt. Sehe ich die Fußabdrücke von dem Jungen? Machst du mir eine Überlebenskunst? Danke, Survival-Check hatte ich im Papier. Kann ich mich davor guiden? Ich meine, also okay, technisch kannst du das. Du machst dir ja Gedanken, bevor du auf die Spurensuche gehst. Also ja. Weil spätestens dann, wenn du merkst, dass du ohne göttliche Hilfe nicht weiterkommst, würdest du ja in dich kehren und deine Macht fokussieren. Oh Mann. Also Überlebenskunst, so ein ganz normaler Wurf. Ich nutze Glückspunkt. Danke, Jet, für den Glückspunkt. Direkt eingesetzt. Jawohl. Eine 4 noch. 21. Ja. Du siehst Fußspuren links runterwärts, die quasi in das untere Achterareal gehen. Hast du was entdeckt, Gorgol? Ich habe seine Fußspuren aufgenommen. Oh. Mir nach. Ich folge dir. Sag mal, Gorgol Spuren lesen. Stopp. Weiß es auch nicht. Mit seinem. Sind wir uns sicher, dass er auch wirklich Spuren lesen kann? Aber er hat auch so eine schicke Brille, die er ab und zu aufsetzt. Ja, aber er hat doch nur ein Auge. Ja, stimmt auch wieder. Also vertrauen wir jetzt den Einäugigen mit der Brille, der es bis jetzt. Hey, im Land der Blinden ist der einäugige König. Ich vertraue Gorgol. Als wir im Feywild unterwegs waren, hat er auch irgendwie. Hat er auch den Zugang zu diesem unterirdischen Altarraum, was auch immer, gefunden, wo wir alle davor standen und keine Ahnung hatten. Also ich glaube, Gorgol hat da ein besonderes Auge für. Warte, Gorgol, willkommen. Gorgol schafft mit seinem Kürbis unter dem Arm schon vor. Und ich gieß. Meine Blume. Ich liebe Einhörner. Ich mache einen Hauptsalauf hinterher. Ich bin immer noch zum Kotzen hier. Nicht auf meine Blümchen greien. Wieso denn nicht? Ein bisschen Dünger. Wunderschön. Außerdem ist der Pepper wieder bei dir drin. In dem Moment, wo du nach Pepper fragst, macht's plopp. Hey, da seid ihr wieder. Schön sieht dein Blumenkranz aus, Samari. Guck mal, ich hab was aus Blüten geflochten. Und sie legt Samariel so einen Blütenkranz rum. Das macht sich sehr gut mit deiner Blumenkrone als Ergänzung. Ich hab noch Blumenkette. Ich hab hier noch ein bisschen mit dem
dem Schwan unterhalten. Und weil wir uns so gut verstanden haben und ich bin noch eine Runde mit ihr gedreht, aber ich glaube, jetzt wird er doch ein bisschen genervt von mir. Und deswegen, ja, aber ich habe währenddessen diesen Blumenkranz geflochten, ist der nicht schön geworden. Dann vielen Dank. Und der obere Blumenkranz steht dir selbstverständlich gerne wieder zur Verfügung. Oh ja, gerne. Und sie macht sich's in deinem Blumenkranz. Gibt's auch einen unteren Blumenkranz? Wer weiß, wo der ist. Ja, die Kette. Ja, ja. Lieber Emu. Jetzt wären wir doch hier nicht. Wir sind ja am Jahrmarkt. Ich weiß ja nicht, wo du Blumen reinflechtest. Eine Gürtelrose. Oh. Okay. Ihr lauft den Fußspuren hinterher. Ja? Ja. Ja. Ja, ja. Wie gesagt, im Hopsenlauf hinter Gorgol her. Jawohl. Und ihr entdeckt quasi, als ihr die Fußspuren läuft, diesen Jungen, einem Süßigkeitenstand, an dem ihr im Eingangsbereich quasi auch schon einen kandierten Apfel hatte Gorgol gegessen und Regenbogen-Kotzpastillen gab es dort. Und genau an diesem Stand quasi seht ihr einen kleinen Jungen, das ist genau der quasi gerade von Dila davongelaufen ist, sitzt dort kauernd neben diesem Süßigkeitenstand, hat dort einen Lolli in der Hand. Und es ist immer so ein recht bittersüßes Schauspiel. Es macht immer ein freudiges Gesicht. Schmeckt der Lolli nicht? Doch. Warum meinst du? Dann? Böse, miese Katze. Och, komm mal her. Ich gehe zu ihm hin, leg ihm so die Hand auf die Schulter und wirke Calm Emotions auf ihn mit dem Amulett. Die Katze, die ist einfach sehr, sehr gestresst. Die wollte dir garantiert nichts tun. Du merkst, wie dich diese Junge in den Arm nimmt und diesen Lolli, den in der Hand hat, hinten an deinen Haaren sich festbeppt. Das kriegen wir mit Prestidigitation alles wieder hin. Ich nehme so einen Arm. Willst du noch was essen? Mm-mm. Nee. Er zieht so den Lolli und du spürst so ein Ziehen an den Haaren, wenn er den so rausreibt. Ja, mein Lolli. Okay. Ich würde dir sonst noch was kaufen, wenn du möchtest, wenn du noch hungrig bist. Was ist denn? Wo sind denn? Du weißt nicht, wo deine Eltern sind, oder? Nein, die haben mich bei Mieze Katze abgekommen. Die haben mich bei der Mieze Katze. Hoffen wir dabei, dass sie dich auch wieder abholen. Ja. Aber ist es dann okay, wenn wir dich zur Mieze Katze zurückbringen? Die ist gemein. Ich sag ihr, dass sie nicht mehr gemein zu dir sein soll. Ihr tut's auch ganz arg leid, dass du angefangen hast zu weinen. Sag doch auch mal, das war nicht böse gemeint. Danke, ich hab noch Bonbons. Möchtest du eins? Ja. Ja, denke ich, eins von Bonbons, die wir noch gekauft hatten. Also, ist es, was war das für eins? Ich glaube, es hatten so Himbeer-Sahne-Bonbons oder? Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, was wir da gekauft hatten. Aber ja. Böse Mietzekatze. Ich sag ihm, dass er nicht mehr böse zu dir sein soll. Und er wird sich auch bei dir entschuldigen. Oder sie. Und sie so ganz große, strahlende Augen, die so glasig sind vom Weinen. Dieser Blick von Kindern, die dann einen so ungläubig anschauen, als hättest du gerade die Welt gerettet für sie. Oh ja. Ja, machen wir das. Dann gehen wir zusammen zurück zur Mietzekatze. Dann entschuldigt die sich bei dir und wird dich nicht mehr so anfauchen, okay? Ja. Super. Das war doch einfach. Das war zu einfach. Wegen Gorgols gutem Blick. Ich habe mir nicht gezweifelt, Gorgol. Ja, ja. Wie geht's dem Kürbis? Gut. Hat der Kürbis inzwischen einen Namen? Ja. Kirby, oder? Kirby. Kirby, der Kürbis. Finde ich gut. Hat er noch keine rote Haarsträhne und ein Gesicht drauf wie Wilson? Ich wollte gerade sagen. Aber ein Gesicht gemalt hast du ihm doch schon, oder nicht? Reingeschnitzt, ja. Ja. Okay, wollen wir Viro zurückbringen zu der Katze? Ja, ne, will ich den behalten? Okay, lass uns zurückgehen. Okay. Ich höre dann mir nach.
Gorgol stapft vor. Ist okay. Das kann Gorgol gerne tun. Das Kind Gorgol schlotzt so am Lolli. Mhm. Bleibt einmal so kurz stehen. Guckt den Lolli an, weil es irgendwie gerade nicht mehr schmeckt und klebt den dir hinten auf dein Kleid. So, Maria, so. Guckt, ob du es entdeckt hast. Ich tue so, als hätte ich es nicht entdeckt. Ich. Guck dich so an. Junger Mann. Entferne diese klebrige Süßigkeit von unserer Abenteurergefährtin. Was? Gar nichts in der Hand. Meriel hat einen Lolli auf dem Rücken. Ich hoffe, auf dem Rücken. Bin gestolpert, war keine Absicht. Du bist überhaupt nicht gestolpert. Du bist ein verzogenes, lügnerisches Balk. Stimmt nicht. Du hast nicht hingeguckt. Ich kann verstehen. Kann du hast der da auf den Popo geguckt. Abgegeben haben. Die hat dir auf den Popo geguckt, deswegen hast du nicht hingeguckt und deswegen bin ich gestolpert. Selbst wenn, würde ich es zugeben. Ja, sagen alle Erwachsene. Alle Was Lügen. Passiert hier gerade? Ich habe den Lolli so abgezogen. Mach den mit Prestidigitation wieder sauber von Fuseln und gebe ihm Danke, in die Hand. Ach, Feuerball. Ja, wir sind ihn ja gleich wieder. Er ist ja gleich wieder bei der Katze. Okay. Ja. Und in dem Moment, als ich Feuerball sage, befinge ich kurz das heilige Amulett und blick kurz in den Himmel. Ja. Das Kind ist schön am Lolli lecken. Sehr schön. Mhm. Okay. Wenn wir ankommen? Ja, ihr seid da. Hallo, Katze. Wir sind da. Wir haben das Kind gefunden. Ja. Ihr seht, wie der Schwanz von der Bestie nach vorne peitscht und Richtung Viro. Das, was man eigentlich von Täuschungsbestien kennt, dass die auch durchaus mal mit dem Schwanz zuschlagen. Das sieht nicht aus wie zuschlagen, so kurz bevor zu peitscht. Ihr kennt es aus eurer Abenteuergeschichte, wie sowas aussieht. Wickelt das aber ums Kind. So diesen kurzen Moment in den Augen von Dila gesehen, so einfach in alte Verhaltensmuster zurückzukehren und dem Charakter einfach freien Lauf zu lassen. Greift nach Viro, drückt es an sich, atmet einmal, ihr seht die ganze Bestie beben. Dank. Dila, wir haben ihm versprochen, dass du dich entschuldigst dafür, dass du ihn so angefangen hast. Er hat geweint, er wollte sonst nicht mitkommen. Aber jetzt ist er wieder da. Entscheide du. Ja. Außerdem hat er dadurch versprochen, dass er ganz nett ist, wenn er hier ist. Genau. Ich war kleiner Mann. Und Gorgol tätschelt ihn so auf den Kopf. Ja, ganz genau. Du musst dich bei mir entschuldigen. Du warst eine böse Mitte-Katze. Ihr seht den Lolli und voll auf die Stirn so. Und es klebt schön im Fell. Ich glaube, damit seid ihr quitt. Wir haben noch einen Deal zu machen, richtig? Und ich hole den Einhornknopf raus. Ja. Wir beneiden dich alle nicht um deinen Job. Ihr seht, wie dieser Schwanz an dieses Fass rangeht, dort rumwerkelt, reingreift und den Hexenlichtmonarchen. Ihr seht quasi eine Krone, diesen Knopf auf dem Schwanz hält, euch den so entgegenstreckt, einmal zumacht. Mhm. Versprecht mir, dass ihr wieder fauchen, dass ihr ein Auge habt und Stern sucht. Der Jahrmarkt ist gut. Doch hier passieren Dinge, dass Dinge verloren gehen. Wir werden ein Auge nach Sternchen offen haben. Habt ihr eine Beschreibung von Sternchen? Ich in klein. In klein. Ah, gut. Das also auch. Ja. Eine von deiner Sorte sollte nicht allzu leicht zu übersehen sein, wenn wir ihm begegnen. Also, wir werden... Okay, ich nenne die nächste. Der Einhorn?
Ja, ihr habt den Hexenlichtmonarchenknopf. Woohoo! Sidequest! Level up? Nein. Man kann ja mal fragen. Attempt was made. Ja. Also, wollen wir zu dem Schneckenrennen noch gehen? Haben wir noch Zeit für das Schneckenrennen? Wie viel Uhr ist jetzt? Jetzt. Könnte knapp werden mit dem Schneckenrennen durchaus, bevor das Zirkusspektakel losgeht, aber ja. Eine schnelle Schnecke. Dann spurten wir zum Schneckenrennen. Das würde ich gerne sehen. Wohin? Das war so schräg gegenüber vom Pixie-Königreich. Schräg gegenüber vom Pixie-Königreich. Ich zeige euch den Weg. Ich gehe noch zur Katze. Ja, hol meinen Flachmann raus. Möchtest du einen Schluck? Gorgol! Was denn? Was ist das? Das ist das Beste, was du je getrunken hast. Und aber jemals trinken wirst. Warum hat der angefangen? Sie macht den Mund auf so. Oh, nö. Gorgol. Macht einen Schluck rein. Damit wird alles besser. Der Abend ist gerettet. Wenn du ihn schon mal hier hast. Ja klar, natürlich. Und er reicht einmal rum. Seht wie Dila. Samariel! Seit wann? Miriam. Ein wundervoller Einfluss. Nein! Danke! Dankeschön. Samariel, machst du mir eine Konstitutionsrettung? Habt ihr alle nichts gelernt? Wir sind auf einem Jahrmarkt, Miriel. Ich würde auch irgendwas anderes trinken. Ich hatte wunderbar leckeren Fruchtwein im Pixie-Königreich. Wenn wir das nächste Mal zu Emu kommen, dann nehme ich immer einen Flachmann mit Bärenwein mit. Wirklich. Dankeschön. Danke dir, Samaria. Sollen wir keine Eins? Du kämpfst gegen die Übelkeit an? Kennst den Geschmack. Schon gewohnt. Du bist gewohnt, richtig. Und du schmeckst, dass die Socken diesmal wahrscheinlich von der Ork-Oma waren. Das hat ein besonderes Aroma tatsächlich. So diese Nuance der Nussigkeit da quasi mitgeht. So dieses verdorbene, nussige, das da so mitschwingt. Ihr werdet alle zu Ork-Schnaps-Konnoisseuren, ey. Könnt sogar rausschmecken, von wem diese Socken sind. Ein sehr guter Jäger. Danke. Du bist die nächste halbe Stunde stark angetüttelt. Er knallt durch. Samariel, sag mal, dieser Katzenminz-Zeug, was du letztens gebraut hast, was hast du da anders gemacht als vorher? Ich ziehe so mein Buch raus und blätter in den Notizen. Also laut meinen Notizen habe ich eigentlich gar nichts anders gemacht. Ich weiß nicht, warum Darien so reagiert hat, wie er reagiert hat. Ich kann nur mutmaßen, dass es vielleicht etwas mit dem Kräfteverlust zu tun hat. Dass er es dann nicht mehr so gut verträgt, vielleicht. Oh, das ist ja schlecht. Aber jetzt, wo ich es ja weiß, kann ich ja, und ich mache so mit dem Kohlestift ein paar Striche. Die Konzentration etwas verringern. Anpassen. Genau. Das wäre super. Das war zwar amüsant, aber auch, weiß ich nicht, ungewohnt. Durchaus. Schneckenrennen! Zum Schneckenrennen? Ja, jawohl. Ihr macht euch auf den Weg zum Schneckenrennen. Mariel, du erinnerst dich auch dunkel dran, dass du gegenüber vom Pixie-Königreich es mal aus dem Augenwinkel vielleicht gesehen haben könntest. Ja. Und ihr begebt euch dort nach unten, schlendert so über diesen wunderschönen Jahrmarkt. Kommt an allerhand schönen Attraktionen vorbei, kommt am Schneckenrennen.
es gibt eine extra Map dafür. Alter, was? Sie? Als wir dort ankommen, gieße ich wieder meine Blume. Ich habe eine Erkältung gefangen. Ich liebe Einhörner. Ich hasse Danke, das. Ihr seid dann auf dem Heckenjahrmarkt angekommen. Und vom Weiten seht ihr schon riesige, große, buntfarbene Schnecken, die dort quasi auf einer Start- und Zielgeraden platziert sind. Es ist eine Tribüne an der Seite quasi mit aufgebaut, die schon recht gut besucht ist. Ein Kommentator, der mit einer donnernden, dröhnenden Stimme so ein bisschen noch aufruft, kommen Sie näher, kommen Sie ran, versuchen Sie Ihr Glück. Das Spektakel des Abends, das Schneckenrennen. Suchen Sie sich die Schnecke aus, die Ihnen am besten zusagt. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich will. Hier. Wer Freiwillige? Ja. Für was jetzt? Für ein Schneckenrennenfahrt. Also, ach so, wir setzen uns auf die Schnecken? Interesse an der Schneckenrennenfahrt. Ja. Ich bin noch nie auf einer Schnecke geritten. Jawohl. Und dann? Dürfen wir uns eine aussuchen? Sucht euch eine aus. Oh, ich möchte mir alle ganz genau anschauen. Ja. Kann ich mit Überlebenskunst schauen, welche von denen am fittesten ist irgendwie? So, welche am schnellsten aussieht? Würfel drauf. Also ich würde einfach die rote nehmen. Ich sehe eine, die sieht sehr königlich aus mit einer Krone und so. Die will ich. Es sei denn, ich sehe eine mit einem Einhorn drauf. Dann will ich 20. Also, wer hat jetzt... Gorge, zu deiner 20 komme ich gleich. Welche hattest du dir ausgesucht, Maria? Die mit der Krone auf dem... Welche Farbe? Schwarz. Die schwarze. Ich würde die rote nehmen, die wenn keiner Anspruch erhebt. Also, Marielle läuft zur schwarzen Schnecke, Samaria läuft zur roten Schnecke hin. Und Gorgol, du guckst dir alles so ganz intensiv an und die goldene scheint fidel und glücklich zu sein und voller Elan und hat so ein besonderes Aussehen, wo du dir denkst, das könnte der glückliche und der schnellste Sieger des Abends quasi sein. Ihr seht auch so kleine Namensschilder und der imponiert dir vor allem bei der goldenen Schnecke Blumenblitz. Oh. Das ist meiner. Welche Schnecke? Schaut aus, als hätte sie so gar keinen Bock. Die blaue. Gut, ich nehme die blaue. Wenn die schwarze schon weg ist, die mit dem genervtesten Gesichtsausdruck. Lilith? Ja? Lilith? Komm, wir machen das etwas interessanter, oder? lass uns wetten. Okay. Wenn du zuerst durchs Ziel kommst, dann schulde ich dir einen Jahresvorrat an Met. Und wenn ich zuerst durchs Ziel komme, dann musst du ein Ticket kaufen hier vom Jahrmarkt. Ich schau mir seine Schnecke an, ich schau mir meine Schnecke an. Ach, scheiß drauf. Ja, machen wir. Also dieses Sonderticket, ne? Diese ja, dieses Special Sonderticket, okay. Ja. Nein, wollen wir auch um. Die haben, was man am Anfang kriegt, wo dann irgendein halt komisches... Wo sie auch so eine Challenge machen. Die, okay. Und was ist, wenn ihr verliert? Wer kriegt, was muss dein Gaugel machen? Ein Jahresvorrat an Med. Vier Lilith bereitstellen. Samarien, wollen wir auch irgendwas wetten? Ich wollte gerade fragen. Hast du eine Idee, um was wir wetten können? Ein Kuss? Ich wäre ja für den Kuss. Lilith?
Dich hat niemand gefragt. Mein erster Gedanke wäre ein gutes Buch gewesen. Ach komm jetzt. Bücher sind gut. Wenn du gewinnst, darfst du dir ein Buch aus der Bernstein-Bibliothek aussuchen. Und wenn du gewinnst? Weiß ich nicht, was kannst du mir anbieten? Einen besonderen Bärenwein aus den Wäldern meiner Mutter. Das klingt fair. Lass das machen. Abgemacht. Alright. Habt eure Schnecken. Ihr habt eure Schnecken gewählt und ihr seht noch so zwei weitere, ich nenne sie mal Herrschaften, die dort an der Seite der Linie so ein bisschen rumlungern, würde ich es nennen. Ich versuche gerade euch das einmal zu zeigen, beziehungsweise ihr habt links eine Figur, die so Hauer hat, eine Mütze trägt. Größe eines Gnomes, Goblins. Stinkt fürchterlich. Und ihr habt da daneben jemanden, der aussieht, Vollrüstung, hat so ein flammendes Schwert in seiner Scheide drin steckt. Man sieht so Flammen rauszüngeln, Full Metal Armor und so fast 2 Meter groß ist. Oha. Die stehen dort, die beiden. Und als Samariel dort zu seiner roten Schnecke quasi geht, boxt er dich so an, Samariel. Das soll ich boxen, ich hab keinen Händler. Er guckt dich an. Jetzt gibt's Ärger. Und der in der Full-Metal-Rüstung. Und es kommt noch Härte. Völlig gelangweilt. Was? Der kleine Gnom wieder. Wir wollen über die Ebenen regieren. Und unsere eigene Welt kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht. Das wollen wir. Mel. Hörst du den Kleinen? Und bei dem Wort macht so Plong in deinem Kopf. Mel. Was war denn das nochmal? Zack. Sagt der Gelangweilte in der Metallrüstung. Und von der Bühne schallt es von 3 weiteren. Wir sind die Liga der Bösewichte. Dunkel wie die Nacht. Dann sagt Mel, der bei Samaria steht. Gut, hier so schnell wie das Licht. Drum gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Und die Schlecke daraufhin so. Was passiert hier gerade? Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Alles in Ordnung? Gibt's hier gleich Hilfe? Gerade nach der Akademie habt ihr es nicht unbedingt weit gebracht. Maria, du alte Pupspeter. Meine Schnecke. Heute Abend zeige ich sie, wie früher auf der Akademie. Danach können wir ja deinen Kopf mal unter die Schnecke stecken und mal gucken, ob das genauso den gleichen waschenden Effekt hat. Es hat sich einiges verändert, kleiner Mann. Wir werden sehen, wessen Schnecke. Komm, zeig uns mal deinen Feuerball. Ich drehe mich zu den anderen dreien um. Ich darf vorstellen, die Rüpel der Magierakademie. Keine sonderlich intelligenten, deswegen haben sie, glaube ich, bis heute keinen Abschluss und verdingen sich als was auch immer. Ah, ja. Solche Leute durften auf die Akademie. Ich bin auch es ist ja besser, dass du zu den Göttern gewechselt bist. Nun, kein Qualitätsmerkmal. Wenn man nichts anderes hat, außer Daddys Geld. Immerhin haben wir Daddys Aufmerksamkeit, ne? So kurz blitzt der Funke in Samariels Augen, aber... Entschuldigung, von wo kam es? Wer spricht denn da? Ich sehe niemanden. Lasst uns messen im Schneckenrennen. Samariel, das ist meine, sagte Mel zu dir, dieser kleine Gnom. Welche ist seine? Die rote, der was quasi vor Samariel steht. Nein, das ist meine. Dieser kleine Gnom, der da so vor dir steht, guckt dich von unten, er muss wirklich hochgucken an.
macht und du siehst einen Feuerball in der Hand. Ein Luke. Richtiger Feuerball? Ein richtiger Feuerball. Such dir eine andere, komm. Keiner. Und du hörst den Stadionsprecher. Kann ich den charmen? Ihr hört den Stadionsprecher. Magie weg hier! Ansonsten werdet ihr disqualifiziert. Abflug! Ruhe jetzt! Hier wird nicht gekämpft. Kannst du disqualifiziert werden? Wie bitte? Willst du disqualifiziert werden? Ansonsten verpiss dich von meiner Schnecke genommen. Du siehst, dass er irgendwas mit den Fingern macht, auf die rote Schnecke zaubert. Deine Schnecke. Und er verbeugt sich so gehässig tief. Ich gehe zu meiner roten Schnecke, zaubere Guidance auf sie. Ich glaube trotzdem an dich. Meine Lieben! Drehe ich mich noch kurz zu den anderen dreien um und schüttel nur augenverdrehend den Kopf. Ist das dieses Mobbing, über das ich so viel gehört habe? Ich bin ja privat unterrichtet worden. Das hab ich nie erlebt. Sag das nicht so laut, sonst wirst du auch noch gemobbt. Ist okay. vom ganzen Aufruhr hier, wäre es möglich für mich, auf die Fahrbahn zu gehen und mich da umzuschauen? Während des Aufruhrs, meinst du? Ja. Würde ich dir gewähren lassen. Was hast du vor? Gorgold würde auf die Fahrbahn gehen, gucken, was er, während die sich ja noch ausreden und der Stadionsprecher spricht, würde vorgehen, schauen, auf welcher Bahn der Halbling-Gnom reiten wird. Auf der neben dir, bei der grünen Schnecke. Und ich würde so machen, als hätte ich fast meinen Kürbis fallen gelassen. Würde ihn dann nehmen und würde in meine Tasche fassen und eine Hunting Trap versuchen aufzubauen. Verdeckt. Wow. Ich dachte, du kippst jetzt Orkschnaps aus, damit die Schnecke das so wie ihre Schleimhäute aufnimmt oder so. Aber auch gut. Das wäre eigentlich auch voll die gute Idee gewesen. Erklär mal bitte für unsere Monkeys, wer. Was denn diese Falle ist? Ist eine Jagdfalle, also quasi eine Art Bärenfalle, die man halt auslegt. Also ich würde die so aufspannen. Wenn man drüber geht, eine Kreatur drüber geht, muss sie einen Geschicklichkeitsrettungswurf von 13 schaffen. Oder erhält 1W4 Schaden und kann sich danach nicht mehr bewegen, weil sie gefangen ist in der Falle. Was muss ich drauf hinwürfen? Ein Geschicklichkeitsrettungswurf müsstest du. Ich habe es auch gerade gepostet. Perfekt, danke dir. Das hilft mir nämlich gleich. Ich habe nämlich parallel kurz rausgesucht, dass ihr ein Bild habt und auch unsere Monkeys zu Hause, mit wem ihr denn gerade spricht. Der steht quasi, das war so der Gelangweilte an der Seite. Der so quasi den Namen Zarg trägt. Und dieser kleine Gnom, der Samaria so blöd angemacht hat, ist der da. Mhm. Okay, keine cool. Macht den Mobbern. Nee. Blaukäppchen. Alright. Das schon mal. Wie lange bin ich denn dann in der Falle gebunden? Du bist so lange gebunden. Bist du ein. Bis ich Rettungswurf 13 schaffst. Jawohl. Stärke. Eine 3. Bin so fair. Alright, für euch. Also lasst uns im Schneckenretten starten. Ich hole euch einmal ganz kurz ab. Wie geht das Ganze vonstatten? Was müsst ihr tun? Was müssen wir machen? Wir haben keine Initiative. Wir gehen von oben nach unten quasi durch. Ihr macht mir in jeder Runde ein mit Tieren umgehen Wirf. Cool. Wenn euer mit Tieren umgehen wirft, eine 12.
Das merkt ihr ja rein im Handling mit euren Tieren, deswegen rufe ich es euch auch vom Schwierigkeitsgrad her zu. Bewegt sich eure Schnecke um 30 Fuß nach vorne. Wir haben die normalen Kästchen, 30 Fuß, sind also 6 Felder nach vorne. Ruft mir bitte zu, das machen wir gleich sowieso Stück für Stück, wenn es drunter drüber ist. Also grundsätzlich, jede Runde brauche ich diesen Rettungswurf. Wenn nicht Rettungswurf, sondern Ability-Wurf, auf mit Tieren umgehen. Ihr hört wieder den Stadionsprecher, der euch zuruft, setzt euch auf die Schnecke. Meine werten Jahrmarktbesucher, das Spektakel des Abends, kurz bevor das große Zirkusspektakel losgeht, unser Schneckenrennen hier fort. Seid ihr gespannt? Seid ihr bereit? Habt ihr Lust auf eine schleimige, schnelle, langsame Runde? Auf die Plätze. Fertig. Los! Snail Racers to the Marks. Jo, geht los. Eine 5! Yes! Eine 5 bei der Meriel. Es startet gut. Majestät will nicht. Komm schon. Warum? So. Warum kriegst du nicht los? Probleme mit dem Adel, Meriel? Anscheinend. Meriel, deine Schnecke rennt los und bevor sie wirklich loslaufen kann, fliegt dein Sattel zur Seite. Machst du mir bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Och, Mann. Mano. Okay, Rettungswurf, na gut. Natural 20! Geschicklichkeit. Die erste. Ich bin zwar nicht weise, aber dafür. Aber sehr geschickt dafür, genau. Du schaffst es quasi, obwohl sich der Sattel löst, dich festzuhalten, fingerst mit deinen Fingern drumherum und machst den Sattel wieder zu. Die erste Schnecke von diesem blöden Melm läuft los und die Falle öffnet sich und die Schnecke bleibt so drin stecken. Gorgel, würfelst du mir auch? Also sie kriegt erst noch 2 Schaden. Die Schnecke? Ja. Und die arme und dann Schnecke! Mit Tieren umgehen. Ja, mit Tieren umgehen, genau. 21. Mhm. Du bist... flüsterst deiner Schnecke ins Ohr zu, streichelst sie, merkst so ein bisschen dieses etwas Schleimige an deiner Hand, beflügelt von deinen Worten, macht sie einen Sprint. Kannst du die Schnecke ziehen? Hast du die Berechtigung? Geh bitte die doppelte 60 Fuß nach vorne. 5, 6. Wow. Okay, komm mal, Schnecke einfach. So, Marie. Nee, Lilith. Mhm. Ja, wir sind in guter Gesellschaft. Eine 7. Geh mir bitte die halbe Geschwindigkeit nach vorne. Super. Und ich kann nur alle ziehen. Du kannst nur alle ziehen? Ja. Sie haben alle einen Schritt nach vorne gemacht. Dann hast du eventuell alle markiert. Nein, das sind nur meine Schnecke. Moment. So, deine Schnecke rennt los und du merkst, wie sie anfängt zu hecheln und du spürst, da ist Seitenstechen im Gange. Du hast dir diejenige ausgesucht, die am wenigsten Bock hat. Nach einer halben Strecke, einer Viertelstrecke von dem, was Gorgols Blitz gemacht hat, kommt deine ins Hecheln. Flinkfuß macht seinen Namen keine Ehre. Samaria. Der ist im Sport genauso gut wie ich. Kurze Verständnisfrage. Ich habe ja der Schnecke Guidance gegeben, aber ich muss hier den Rettungswurf machen. Ja. Kriegt ihr trotzdem irgendwas? Darfst du nutzen. Eine 9. Plus ein D4. Zumindest eine 10. Eine 10. Deine Schnecke rennt los
überholt auch Lilith. So, ein Feld nach vorne, genau. Und Tribüne fängt an zu klatschen, Samaria, weil sie gesehen haben, dass du so wahrscheinlich dort so ein bisschen gemobbt worden bist. Pfeifen dir zu, klatschen dir zu. Du darfst nochmal zwei Felder nach vorne gehen, weil deine Schnecke ist so beflügelt. Und ich tätschel Schnecki, wir zeigen's den Mobbern. Glaub an dich. So, meine Technik ist auch wieder da, jetzt sehe ich auch wieder. Ja, der Panzerschrank steigt auch auf seine Schnecke. Und seine Schnecke läuft los. Ja. Der Mel ganz oben wieder steckt immer noch mit seiner Schnecke fest. Die Falle wirkt und man sieht, wie die Schnecke mehr und mehr Schleim verliert. Und anfängt. Hat sie es nicht geschafft? Nein. Dann kriegt sie nochmal einen Schaden. Genau, habe ich schon abgezogen. Sie verliert mehr und mehr Schleim. Gargoyle. Ich rufe nach hinten. Was ist denn los? Kommst du nicht hinterher? Ich krieg dich noch. Du siehst nein! Das Flammenschwert von dem Panzerschrank aufziehen, der da so steht und hinterher rennt. Eine 5. Ja. Ja. Deine Schnecke ist so außer Atem vor dem schnellen Spurt und kommt nicht von der vom Fleck weg. Lilith. Acht. Die Schnecke läuft los, holt tief Luft und kommt drei Felder nach vorne. Ariel. Ja. Hoffen, dass sich bei mir langsam was tut. Ja, eine 14. Normale Bewegung, ne? Ja. Bis nur eins drunter. Auf sechs Felder nach vorne gehen. Ja. Samariel. Eins noch, oder? Eins noch, ja. Ja? Achso. Eine 19. Jawohl. Komm schon, Schnecki. Du kannst auch deine normale, also 6 Felder plus 3 weitere nach vorne gehen. Und beflügelt eben auch von dem Applaus der Bühne, der jetzt wieder extrem laut wird, ist deine Schnecke eben zusätzlich beflügelt. Und du spürst diese Genugtuung auch, nachdem die Schulrüpel von dir aufgetaucht sind. Du siehst diese. Restlein! Du guckst so Richtung Bühne, du siehst Kelleck oben sitzen, du siehst Skilla oben sitzen, du siehst Zargash oben sitzen, die schlimmsten Rüpel, die deine Magierakademie vorzuweisen hatte, sitzt dort oben. Ja, und der liebe Zarg sitzt auf seiner Schnecke. Und kommt auch gut voran. Mel ist dran. Schnecke hat schon schwer gelitten. Sie kann sich immer noch nicht befreien. Und ihr seht, wie diese Schnecke mehr und mehr... Ja. Blut ist es ja nicht wirklich, aber einfach diesen Schneckenschleim verliert. Und sie ist schon auf die Hälfte der Größe eingeschrumpft. Oh nein, die arme Schnecke. Cool. Kann man heilen. Ich sag, los, Talos, gib mir Kraft. Ich guide mich. Ach, Ach Gott. 12. Naja. Oh, ja, hat sich gelohnt. Das 20 Fuß nach vorne.
Während du dort so vonstatten schreist, sieht man, dass du dich auf deiner Schnecke festhalten kannst und auch dir kommt jetzt Applaus zugute. Deine Schnecke ist beflügelt. Du darfst nochmal zwei Felder nach vorne gehen. Ja, Mann. Was ist denn da los? Lilith. Kann ja nur schlimmer werden. Oh, oh ja. Oder auch nicht. Ja. Du darfst mir auch bitte die doppelte Bewegungsrate nach vorne. Also 12 Felder. Du darfst mir die doppelte. Oha, Lilith hat Gorgol fast eingeholt. Das und so stark sie am Hecheln war, desto schneller kommt sie jetzt quasi in Gang. Jawohl. Tja. Es passt halt eigentlich gar nicht zu Marielle, dass sie nicht mit Tieren umgehen kann, aber sie kann halt offensichtlich zumindest mit Schnecken nicht gut umgehen. Du hast dir eine wunderschöne Schnecke ausgesucht mit Krone und sie heißt auch Majestät der Königin. Aber ich bin nicht ihre Königin und deswegen hat sie keinen Bock, ne? Das ist das Problem. Sie ist falsche Königin. Samaria. Ach, passiert aber nichts, okay. Passiert nichts, nein. Passiert diesmal nichts. Meine Hanos, diese Rüpel müssen wir besiegen und ich geide mich auch. Jawohl. Alter. Eine 26. Übertreib doch nicht. Du darfst 12 Felder nach vorne gehen. Und bekommst wieder den Applaus von der Bühne. Du darfst nochmal 3 nach vorne. Was? Ja. Beschiss. Die Würfel sind gnädig für Samariel. Los, Halsbrech. Halt, was für... Ja, gut, ich meine, das ist eine Überraschung. Dass die weißen Charaktere hier vorziehen. Auch die... Was? Was? Dass die weißen Charaktere hier vorziehen? Zark, Schnecke rennt hinterher und hat dich jetzt auch schon weit hinter sich gelassen, Maria. Ja, ich... ich hab das verloren. Sag mal, was will ich auch erwarten mit Animal Handling minus 2? Okay, ja, da bin ich ja noch gut mit meinem plus 0. Ich, also, gut. Ja. Die Schnecke verliert weiterhin. Wie viele Runden hält denn das an, Gorgol? Bis ich dich befreien kann. Das ist eine Falle, die zuschnappt. Okay. Eine mechanische Falle. Jedes Mal 2 Schaden. 1 Schaden. Okay. Jawohl. Gorgol. Wieder selbes Spiel. Guidance und dann mal schauen, wie weit ich... Oh nein, wie es halt einfach von der 20 weggerutscht ist. Würfel, warum? Oh no. Aber vielleicht der 1W4 noch. 8. Du siehst, wie von der Bühne eine der Gestalten, die vorhin mit runtergerufen haben, einen wunderschönen Salatkopf dir auf die Bahn schmeißen. Nein! Und deine Schnecke anfängt genüsslich den Salat. Oh nein! Na, das ist nicht die Zeit zum Fressen! Reite! Lilith! Schauen wir mal. Elf. Ja, du kannst 4 Felder nach vorne gehen. Nein, du kannst 4 Felder nach vorne gehen. Ja. Während ich bei Gorgol vorbeireite, bin ich halt ha ha. Oh, es lief so gut. Und mit einem ha ha kommt der Applaus von der Bühne. Du darfst nochmal winkt nach vorne gehen. Ich habe gerade schon einmal gewürfelt. Eine 19.
Eine 19. Es bewegt sich wieder was. Jawohl. Du darfst auch 3 extra gehen. Ja. Immerhin. Immerhin nicht ganz abgehängt. Das ist Mariel. Dann selbe Spiel, Guidance und mit Tieren umgehen. Also Guidance und dann noch die Weisheitsmeister. Die cheaten doch. Ich sehe das doch, dass die ganze Zeit hier zaubern. Glaube ist kein Cheaten, Mariel. Aber Zaubern ist verboten. Stimmt eigentlich. 14. Aber kriegt anscheinend... Darfst nach vorne. Die volle Bewegungsrate. Ein Feld noch, ne? Ja, bleib dabei. Der Eisenkasten peitscht seine Schnecke an. Kommt nach vorne. Ja. Mel ist dran. Er kommt immer noch nicht frei. Also die Genugtuung ist auf jeden Fall da. Als hätte eine Schnecke schlechte Geschicklichkeit. Stärke. Bitte. Ja. Ich nutze einen Glückspunkt. Aha. Jetzt kommt die Ehre. Jetzt geht's um alles. Ich bin gecheatet bis zum geht nicht mehr. Ja, oder? Das ist der Wahnsinn. Und dann noch der 1v4. 22. Kannst auch die volle Bewegungsrate plus 5 nach vorne. Also 11 dann. Ja. Es geht hier nicht um den Jahresvorrat an Med. Es geht hier um das Lilith. Ja, das stimmt das schon. Das machen muss. Das stimmt schon. Unser Magier will dieses Buch aus der Bernstein-Bibliothek anscheinend. Wahrscheinlich. Lilith. Kannst 5 Felder nach vorne. Moment. Ja, deine kriegt auf halbe Strecke Seitenstechen. Du hast dir die blaue rausgesucht. Oh nein. Kann also 3 nach vorne. Oh nein. Kann ich irgendwie absteigen und mir die unter den Arm klammern und selber gehen? Du musst dir vorstellen, die ist ungefähr doppelt so groß wie du. Das geht schon, ich schieb die an. Was hast du in Stärke? 8. Kann ich auch mal Stärke würfeln? Oh. Sorry. Pass auf, bei der 20 schiebe ich die über die Ziellinie. Nein. Nein. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich bin. Ja, bitte. Ich hab 16. Geh deine Bewegungsrate nach vorne. Nicht. Und du bekommst auch Applaus, darfst nochmal 3 zusätzlich. Yay. Yeah. Jetzt habe ich wenigstens den anderen Mobber überholt. Das ist doch schon mal was. Ist Maria. Wo ist jetzt die 1? Komm, die 1. Eine 12. Eine 12. Kannst 3 nach vorne, Moment. Und da geht er über die Linie. Aber als deine losläuft, kriegst du einen Salatkopf vor den Fuß. Nein, der Salat! Und die macht auch. What? Bleib stehen. Ah. Sag mal. Die Blechdose ist dran. Und die kommt gar nicht vom Fleck. Die bleibt auch an Ort und Stelle, weil der Sattel sich gelöst hat und die Schnecke sich so ein bisschen meckert. Dafür kommt Mel endlich los. Nein! Goggle. Jetzt wird's spannend hier. 6. Ja. Doppelte Reichweite nach vorne und doppelte Reichweite nach vorne. Yes! Die Menge applaudiert.
falle aber Schnecke ist ja, es ist ja eigentlich zeitgleich, das Rennen. Ja, ja. Ja, ja, das Rennen ist Zeit. Dann müsst ihr jetzt die Differenz euch merken, wie viele Felder ihr noch übrig hattet nach der Ziellinie. Wir haben jetzt hier bei Gorka wie viel übrig? Moment. Wahrscheinlich fast noch 6 oder so. 8 übrig hättest du jetzt, oder? Ja. Du warst 4. Du warst 1 vor Samaria, glaube ich. Oder 2 vor Samaria. Und jetzt, ich stand hier etwa. Also 6, 12 doppelte Reichweite sind. Was hast du übrig? 7. 7. Ja. Lilith. Also ich glaube, wir sehen Lilith auch gleich einen wunderschönen Abend haben. Mhm. Guck mal. Du hast auch doppelte Bewegungsrate. Lilith möchte nicht sich dieses hässliche Ticket holen. Du kriegst Applaus von der Bühne und top. Nein! Sind wir bei 15. Du hast 4 übrig. Gorgal ist vor dir im Rennen. Im Ziel. Knapp. Ja, ich werde nicht über die Ziellinie kommen, aber hey. Ja, ist okay. Darfst 3 nach vorne? Stopp, 7, 2. Yay! Zu Mariel. Alles oder nichts. Wir hatten 7 übrig, 4 übrig. Unsere Wette gewonnen hast du halt trotzdem. Glückspunkt, einen nutze ich auch, den hat Gorgon auch genutzt. Die 2 Kleriker immer. Hui! Weisheit, eine geil. 21. Geil. Sind wir auch bei doppelter Reichweite? Moment. Ich glaube, dann hat Samaria das jetzt gewonnen. Und. Deine kriegt Seitenstechen. Die doppelte Reichweite wird wieder reduziert auf 10. auf 10. Habe ich 8. Und als du Samariels Schnecke auch. Samariels Schnecke geht als erstes über die Ziellinie. Ja. Gorgolds Schnecke kurz ganz knapp da dahinter. Und Lilith mit einer Sekunde Abstand zu Gorgol. Über die Ziellinie. Da gehen auch die Fanfaren, nachdem 3 Schnecken quasi über die Ziellinie gegangen sind. Alle restlichen Schnecken bleiben stehen. Mariel, du siehst so die Augen der Schnecke zu dir umdrehen, so. So. Entschuldigung. Ist okay. Ihr seht Mel und Zarg von den Schnecken runterhüpfen, wild fluchend gestikulieren Richtung Tribüne. Gucken Richtung Samaria. Schnecken, die überlassen wir dir. Spucken auf den Boden und ziehen von dannen. Habt ihr was gegen eure Artgenossen? Guck mich böse funkelnd an. Sie gehen. Am meisten freue ich mich ja eigentlich, dass Wille sich jetzt auch eine schöne Aufgabe holen muss. Vom Eingang. Aber wie war das mit keine Zauber? Was haben meinst das du? Mitbekommen, ist die Frage. Ich glaube, wir haben wer hat hier gezaubert? Ich finde, ich steig dann von der Majestät ab und schüttel Samaria die Hand. Gut gemacht. Herzlichen Dank. Jetzt müssen wir nur noch zum Bernsteinschloss. Irgendwann. Aber ich halte mein Wort. Einen guten Bärenwein aus der Heimat verkosten wir mal in trauter Runde im Monkey. Das klingt gut. So, wir haben auch die Ergebnisse der Umfrage. Tatsächlich war gewählt, dass Lilith die meiste quasi auf Lilith gesetzt. Ich habe auch Samaria worden. Gesetzt. Samaria ist gesetzt worden. Gewonnen hat Samaria. Ja. Schiebung. Wirklich schrecklich. Aber jetzt mal ohne Spaß, lieber Emo, ich habe gegen unzählige Bosse, Monster oder sonst was gekämpft als Spieler in Dungeons & Dragons. Wir waren in Luyana, aber ich hatte noch nie einen Moment, der spannender war wie dieses Spiel. Das stimmt aber schon so.
Das war schon sehr spannend gerade. Ja, ich schmecke mich. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn das jetzt wahrscheinlich nicht live wäre, sondern alle an einem Tisch, wie wir alle drum rumstehen würden und losschreien. So, nein, ja. Los, Schnecke! Ja, voll gut. Ich nice. So, Mariel hat gewonnen. Ah. Kriegen wir jetzt Punkte ausbezahlt? Ja, ne? Jeder, der quasi richtig hatte, kriegt ausbezahlt, genau. Der liebe Kaiser hatte die Umfrage mitgestartet. Sehr nice. Oh weh, da kriegt die Glücksspiel so. Ihr hört über die Lautsprecher, die müsst ihr euch vorstellen, so ein riesengroßes Horn, das quasi dort steht, das zu einer Kabine geht und dort reingesprochen wird. Auch so eine Verstärkung wahrscheinlich mit drauf. Und wir haben den Gewinner und die Gewinner auserkoren. Unsere fabulöse, meisterhafte, fantastische Halsbrech. Mit ihrem Reiter Samariel. In weiß. Der ist ja auf der Kabine. Guckt ja runter, er hört dich ja nicht. Samariel! Mamariel! Ja, fast. Gewinnt 25 Goldmünzen und den Trank des Vorteils. Läuft einer zu dir hin, übergibt ein kleines Goldbeutelchen und den Trank. Und Nummer 2 in wunderschönem Gold, wo wir fast dachten, sie wird wieder der Sieger des Abends, wie immer unser Blumenblitz mit dem graziösen, nicht zu übersehenden Herren in grün, grau. Matsch. Ork. Platz Nummer 2. Tanzende Lichter. Du kriegst tanzende Lichter überreicht mit Zauberschriftrolle. Ich nehme mich dafür. Danke, danke. Und Platz Nummer 3. Unser Flinkfuß, dass er überhaupt übers Ziel geschafft hat. Spektakulär. Mit der Dame in schwarz und weißem Haar. Ein Gutschein. Wir können dir der Äpfel. Wenn du sie willst, nehme ich's. Alle Teilnehmer, einen wunderschönen Abend. Begeben Sie sich Richtung Zirkusspektakel in wenigen Augenblicken. Geht die fantastische Show des Abends los. So steht ihr dort. Gratulation zu den Gewinnern. Lilith muss sich trotzdem noch das Ticket ziehen. Aber das liegt ja so auf halb auf dem Weg. Das liegt auf dem Weg. Definitiv. Mhm. Vielleicht könnt ihr beide ja eure Wette einlösen. Samari und ich sichern uns schon mal die Plätze in der ersten Reihe. Das können wir machen. Los, Lilith! Ach, das war ein Spaß. Das war super. In der Akademie haben wir Rennen mit kleinen Elementaren veranstaltet. Mit kleinen Elementaren? Was für ein Elementaren? Feuerelementare, Erdelementare, Wasserelementare. Aber der Dekan hat das irgendwann verboten, weil wir uns alle verschuldet haben. Ja, das hat Glücksspiel so an sich, nicht wahr? Ja. Scottus, vielen lieben Dank für deine Bits und die Unterstützung des Drunken Monkeys. Danke dir. Glücksspiel, ja. Definitiv. Meine lieben Allstars, meine lieben Monkeys, eine sehr gute Stelle hier erreicht, wo wir eine kurze Biopause machen können. Nach dem Glücksspiel, dem Schneckenrennen, dem spannendsten Erlebnis, seit es die Terrasque gibt, brauchen keine Tiamat, wir brauchen kein Lujana, wir brauchen kein Ulger. Schnecken. Ja, das war ein Highlight. Wäre ein besserer Ort. Ja, mit mehr Schneckenrennen und weniger Lord Ulger. Und Lujana. Meine lieben Monkeys, wir machen eine kurze Biopause. Füllt eure Getränke auf, füllt eure Snacks auf. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Bis gleich. Thank you.
Ich erinnere mich noch daran, wie ich in die Dunkelheit fiel. Argus stand am Felsvorsprung und betrachtete meinen fallenden Körper mit einem verächtlichen Blick. Ich sah noch, wie er sich umdrehte und lachend zurücklief. Sowohl Samariel als auch Darien waren immer für mich da. Bei beiden habe ich mich wohl und sicher gefühlt. Und während dieses Band zu Darien zwischen all dem Schmerz stärker geworden ist und ich mir sicher bin, dass meine Liebe früher oder später zu ihm durchdringen wird, bin ich mir bei Samariel nicht mehr sicher. Ich habe sogar ein bisschen Angst vor ihm. Der Blick in den Himmel hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Der Blick, als ich dich um Verzeihung bat und die Worte aussprach, die mich auch jetzt noch mit Verzweiflung und Wut erfüllen. Toril soll wiederhergestellt werden. Und als die Schriftrolle zu Asche zerfiel, war es, als würde meine Hoffnung ebenfalls in Flammen aufgehen. Es klopfte an der Türe und Alva wusste, wer davor stand. Alle Geschichten, die wie ein Schauermärchen wirkten, waren wahr. Und noch, bevor er die Tür öffnete, ging diese auf und der Mann in Schwarz betrat die Hütte. Shay schaute sich um. Er fand sich 30 Zentimeter vor einer Steinmauer wieder. Rechts stand Luigis Anmeldetisch. »Dieser Fuchs«, knirschte Shay. »Luigi, schau dir das an. Beinahe wäre ich in einer Wand gelandet.« Luigi lachte. »Das wäre Shay eine Chase geworden.« »Pink! Die Klinge war pink! Nicht tiefrot oder pechschwarz, wie ich all die Zeit befürchtete. Sie war pink!« Und der Pater lachte nur lauthalslos, als ich bitterlich zu weinen begann. Ein wunderschönes Pink. Seit langem fürchtete ich die Zukunft nicht mehr so sehr wie jetzt. Doch fürs Erste muss ich diese Gedanken beiseite schieben. Nahm Mariels Gesicht in ihre Hände und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Mariel fühlte sich stark, mächtig, verändert. Irgendwo in ihr war ein Funken, nein, eine Flamme entfacht worden, die nun loderte, gefüttert werden und wachsen wollte. Wenn du mich jetzt sehen könntest, dein schüchterner, ängstlicher Bruder, macht sich auf, um das Multiversum zu retten. Ich kann nicht glauben, wohin mich die Suche nach dir geführt hat. Ich habe eine Gruppe kennengelernt. Zusammen haben wir eine Allianz geschmiedet, um die Vernichtung unseres Planeten aufzuhalten. Für Lilith fühlte es sich an, als hätte man ihr Herz herausgerissen. Sie fühlte ihn nicht mehr. Mit keiner Faser ihrer Seele spürte sie Hugo. Er war fort. Noch immer hielt Shay sie fest in seinen Arm. So hatte er sie tatsächlich noch nie erlebt. Klar, melancholisch, düster und etwas in sich gekehrt war sie schon immer. Aber das hier, das war eine völlig neue Art von ihr. Die große Darianna Purpurklaue, eine gefürchtete Piratenkapitänin, die mittlerweile 2 Dutzend Schiffe unter ihrem Kommando führte. Darien hatte sein lila Fell von ihr geerbt, worauf sie auch mächtig stolz war. Die Kirche. Der Vikar und der Adel, das alles wirkt so lange her und doch ist die Verdorbenheit, mit der versucht wurde, eine Heilung herbeizuführen, noch direkt vor meinen Augen. Die Dunkelheit hat mich nicht gebrochen, sie hat mich stärker gemacht denn je. Ich spüre, dass ich die Kraft habe, für die anderen da zu sein. Diese wundervolle Truppe an Chaoten, wie Lilith uns immer nennt, ist meine Familie. Und ich werde meine Reise nicht beenden, bis jeder von uns seinen Weg gefunden und seine inneren Dämonen besiegt hat. Geliebte Schwester, der Stab des Feuers liegt in einer Ecke des Raums. Das Zauberbuch liegt auf dir, das Buch, welches mich so lange begleitet hat. Meine Macht ist mir entrissen worden. Salora. Wann immer du dich einsam fühlst, schau in den Nachthimmel und suche den hellsten Stern, und du wirst dann wissen, dass ich ihn mir auch gerade ansehe. Mit diesen Worten verabschiedete sie sich von Ratchet und verließ die Mondtänzerin und die Allstars,
verschwand mit Hans Dieter in der Dunkelheit. Wir treffen in Arena Dia. Die Goblins drehten sich weg und verschwanden in der Dunkelheit der Unterkunft. Xela, der Bade, mit dem sich Shay anfreundete, kam zu ihnen. Alles Shane hier? Fragte er. Ihr müsst mit diesen furchtbaren Wortspielen aufhören, brudelte Shay. Wieso? Schämst du dich dafür? Fragte Xela. Ich höre noch heute das Klirren des Hammers. Immer und immer wieder schlug der Pater kraftvoll auf die rohe Klinge, schmiedete und weihte, während ich schaute und betete. Sie drängte meine Hände in das Blut meiner Opfer und zeigte mir, dass ich selbst nach all den Jahren noch das Monster bin, das ich versuchte, damals im Schnee zurückzulassen. Ich weiß, Luyana ist nicht der Ort für Romantik, aber wenn Daryl meine Hand in seine Pfoten nimmt, macht mein Herz einen Sprung. Vielleicht, wenn all das vorbei ist, wenn wir diese furchtbare Stadt und diesen abscheulichen Planeten hinter uns lassen können, vielleicht haben wir dann den richtigen Moment, um herauszufinden, was da zwischen uns ist. Geliebte Schwester, ich sitze in meinem Zimmer im Drunken Monkey. Der Jahrestag deines Verschwindens ist kürzlich vorbeigezogen. Und mit jedem Tag vergesse ich mehr Einzelheiten deines Gesichts. Vergesse, wie sich deine Stimme anhört. Vergesse meine Zwillingsschwester. Philipp sah die tiefen Wunden, die dieser Ort in ihnen hinterließ. Sie wollte doch jeden Einzelnen von ihnen beschützen. Ihnen die Angst, diesen Schmerz, diese Verzweiflung nehmen. Doch es gelang ihr nicht. Als Kind wurde Shay vom Bergmönch in der Axtkampfkunst unterrichtet. Der Bergmönch trainierte immer mit echten Waffen. Da kam es zu unzähligen Wunden. Der Zucker heilt, der Flieder lehrt, sagte der Mönch und schüttete Zucker auf die Wunden und peitschte diese mit Flieder aus. Auch du hast diese Seite an dir gehabt, hast sicher Seite an Seite mit Mutter gekämpft und es geliebt. Fiel dir das Morden denn nicht schwer? War es dir so gleich, Fremde zu berauben, zu quälen und Kindern ihre Eltern zu nehmen? Ich erinnere mich noch daran, wie ich in die Dunkelheit fiel. Argus stand am Felsvorsprung und betrachtete meinen fallenden Körper mit einem verächtlichen Blick. Ich sah noch, wie er sich umdrehte und lachend zurücklief. Sowohl Samariel als auch Darien waren immer für mich da. Bei beiden habe ich mich wohl und sicher gefühlt. Und während dieses Band zu Darien zwischen all dem Schmerz stärker geworden ist und ich mir sicher bin, dass meine Liebe früh oder später zu ihm durchdringen wird, bin ich mir bei Samariel nicht mehr sicher. Ich habe sogar ein bisschen Angst vor ihm. Der Blick in den Himmel hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Der Blick, als ich dich um Verzeihung bat und die Worte aussprach, die mich auch jetzt noch mit Verzweiflung und Wut erfüllen. Toril soll wiederhergestellt werden. Und als die Schriftrolle zur Asche zerfiel, war es, als würde meine Hoffnung ebenfalls in Flammen aufgehen. Es klopfte an der Türe und Alva wusste, wer davor stand. Alle Geschichten, die wie ein Schauermärchen wirkten, waren wahr. Und noch, bevor er die Tür öffnete, ging diese auf, der Mann in Schwarz betrat die Hütte. Shay schaute sich um. Er fand sich 30 Zentimeter vor einer Steinmauer wieder. Rechts stand Luigis Anmeldetisch. »Dieser Fuchs«, knirschte Shay. »Luigi, schau dir das an. Beinahe wäre ich in einer Wand gelandet.« Luigi lachte. »Das wäre Shay ne Shayse geworden.« »Pink! Die Klinge war pink! Nicht tiefrot oder pechschwarz, wie ich all die Zeit befürchtete. Sie war pink!« Und der Pater lachte nur lauthalslos, als ich bitterlich zu weinen begann. Ein wunderschönes Pink. Seit langem
fürchtete ich die Zukunft nicht mehr so sehr wie jetzt. Doch fürs Erste muss ich diese Gedanken beiseite schieben. Juru nahm Mariels Gesicht in ihre Hände und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Mariel fühlte sich stark, mächtig, verändert. Irgendwo in ihr war ein Funken, nein, eine Flamme entfacht worden, die nun loderte, gefüttert werden und wachsen wollte. Wenn du mich jetzt sehen könntest, dein schüchterner, ängstlicher Bruder, macht sich auf, um das Multiversum zu retten. Ich kann nicht glauben, wohin mich die Suche nach dir geführt hat. Ich habe eine Gruppe kennengelernt. Zusammen haben wir eine Allianz geschmiedet, um die Vernichtung unseres Planeten aufzuhalten. Für Lilith fühlte es sich an, als hätte man ihr Herz herausgerissen. Sie fühlte ihn nicht mehr. Mit keiner Faser ihrer Seele spürte sie Hugo. Er war fort. Noch immer hielt Shay sie fest in seinen Arm. So hatte er sie tatsächlich noch nie erlebt. Klar, melancholisch, düster und etwas in sich gekehrt war sie schon immer. Aber das hier, das war eine völlig neue Art von ihr. Die große Darianna Purpurklaue, eine gefürchtete Piratenkapitänin, die mittlerweile 2 Dutzend Schiffe unter ihrem Kommando führte. Darian hatte sein lila Fell von ihr geerbt, worauf sie auch mächtig stolz war. Die Kirche, der Vikar und der Adel, das alles wirkt so lange her, und doch ist die Verdorbenheit, mit der versucht wurde, eine Heilung herbeizuführen, noch direkt vor meinen Augen. Die Dunkelheit hat mich nicht gebrochen, sie hat mich stärker gemacht denn je. Ich spüre, dass ich die Kraft habe, für die anderen da zu sein. Diese wundervolle Truppe an Chaoten, wie Lilith uns immer nennt, ist meine Familie. Und ich werde meine Reise nicht beenden, bis jeder von uns seinen Weg gefunden und seine inneren Dämonen besiegt hat. Geliebte Schwester, der Stab des Feuers liegt in einer Ecke des Raums. Das Zauberbuch liegt auf dir, das Buch, welches mich so lange begleitet hat. Meine Macht ist mir entrissen worden. Salora. Wann immer du dich einsam fühlst, schau in den Nachthimmel. Hallöchen, da sind wir wieder da. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Hallo. Geht's euch gut? Ja. Sehr. Ja. Schnecken immer. Ich bin gespannt. Das ist cool. Ich bin gespannt, was noch kommt. Hm. Ihr Lieben, lasst mal den Chat leuchten. Kennt ja schon Drunken Monkey Tradition. Ich sehe es schon die ganze Zeit bunt leuchten. Kleines bisschen fehlt noch. Ein kleines bisschen will ich noch sehen. Hoi. Ja, verdammt. Sehr schön. Wunderbar. Auch noch ein Willkommen an Egon, Drunk Monkey. Ist jetzt gerade in der Pause passiert. Willkommen, Drunk Monkey. Schön, dass du da bist. Willkommen. Wunderschön. So muss der Chat sein. Ja, ein Schneckenrennen. Sehr, sehr spannend. Ich habe es vorhin kurz im Chat gelesen. Und was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe Leuten bei Pen & Paper zugeschaut, die ein Schneckenrennen hatten. Alles cool. Es war aber auch einfach mega spannend. Es war einfach mega spannend und super witzig. Voll. Ganz cool. Also zumindest, ich weiß nicht, für uns zumindest, ich weiß nicht, ob es für den Chat so spannend war, aber... Ich glaube, der Chat hat auch ganz gut mitgefiebert. Ja, hatte also, den Eindruck. Spannender als jeder Endkampf in Luyana. Für mich. Okay. Waren dir die Kämpfe in Luyana zu schwach, Samaria? Sag's nicht. Nein, aber das Schneckenrennen war einfach Krass. Dieser Thrill des sportlichen Wettkampfes, das schlägt ja nichts. Ja, vor allem, wenn dann noch deine Buddies von früher auftauchen. Ja, genau, die alten Mobber. Hiranka, genau deswegen habe ich es ja rezitiert von dir, weil ich das vorhin von dir gelesen habe. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass das von dir war. Ja, die alten Mobber. Samaria, glaubst du mir, beziehungsweise lieber Tintenrabe, ich werde dich beim Wort nehmen. Diese Suppe habt ihr euch selber eingebrockt, dass Luyana kein Fehler. Das hat er gesagt. Ich hab dir doch widersprochen. Gar nichts. Nein.
Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe dir widersprochen und ich werde vor Gericht unter Eid aussagen. Meriel, ich brauche einen Anwalt. Ja, hier, hallo. Ja, wie bitte? Perfekt. Er hat nichts gesagt, er verweigert die Aussage und die vorigen Aussagen sind unverwertbar. Ganz genau. Die Richtbarkeit, die Judikative und die Exekutive, wie auch die Legislative, liegt in meiner Hoheit. Weißt du, wie man sowas nennt? Inquisition. Und noch war die, Alter, die spanische Inquisition immer vorbereitet. Es ist kein Rechtsstaat im Didn't Penny expect Penny. The Spanish Inquisition. Ja. Wollte ich gerade sagen, richtig. Und Personalunion passt ja sowieso. Also, weiter, hier. Alright. Heiß, ich möchte Lilith mit Flügeln rumlaufen sehen. Wir steigen zurück in unser Play, ein nach der Pause. Wir haben das Schneckenrennen hinter uns gebracht. Ihr seid zurück auf dem Jahrmarkt. Ausgelassene Stimmung. Man sieht schon so die kleinen Feuerwerkfunken über dem großen, großen Zirkuszelt, das diesen Platz in der Mitte zäumt. Und ja, Meriel und Samaria, Lilith und Gorgol trennen sich. Wir haben Gruppe Meriel und Samaria, die schon mal quasi die Plätze vorbereiten und Gorgol und Lilith die Richtung Ticketbude gehen. Meriel, Samaria, ihr seid auf dem Weg. Ihr seid, wird noch Gorgol und Lilith davonlaufen und macht euch auf den Weg zum Zelt und seid unter euch. Ja. Samaria, jetzt wo wir irgendwie mal nicht im Drunken Monkey sitzen mit allen anderen, sondern wie geht's dir denn? Nach allem. Und ich sehe mich noch nach Gorgol und Lilith um und bemerke jetzt erst richtig, dass wir zu zweit sind, nach dem, was in Luyana passiert ist, und druck's etwas rum. Es war eine schwierige Zeit, würde ich sagen. Und ich hatte auch noch nicht wirklich die Gelegenheit, mich bei jedem Einzelnen zu entschuldigen. Aber ich glaube, es ist ein guter Moment, um bei dir anzufangen. Ich möchte mich entschuldigen für das, was vor allem gegen Ende in Luyana passiert ist und was ich gemacht habe. Es ist letzten Endes doch das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich war wohl nicht stark genug, um letztendlich gegen die Dunkelheit zu streiten. Es tut mir leid und es tut mir auch leid, dass du Angst vor mir hattest. Du hast das gemerkt? Wie sagte ich einmal, ich bin zwar wahnsinnig, aber ich bin nicht bekloppt. Und ja, das hätte vermutlich jeder gemerkt. Ich wollte es mir nicht anmerken lassen. Deswegen bin ich ja auch immer zu dir gekommen und habe nach dir geguckt und nach Zalora, trotz allem. Aber du hättest deinen Blick sehen sollen, wenn du diese Feuerbälle geworfen hast. Das war, ich dachte echt, wir haben dich verloren an die Dunkelheit. Wenn die Blicke auch nur zur Hälfte so waren, wie ich mich in meinem Innersten gefühlt habe, dann kann ich es durchaus nachvollziehen. Scheinbar war sehr viel Hass in deinem Blick. Wie ich herausgefunden habe, war bis zuletzt wohl ein Teil von Lord Ulgar in mir, als ich Zalora damals retten wollte. Ein Teil, den ich erst durch Hilfe der Kleriker meiner Mutter losgeworden bin. Auch wenn es natürlich keine Entschuldigung für meine Taten ist. Es ist in Ordnung. Ich meine, es war einfach eine harte Zeit für uns alle. Und ich meine, es ging um deine Schwester. Aber es war verstörend, dich immer weiter in diese Dunkelheit abdriften zu sehen und komplett machtlos zu sein. Generell habe ich mich an diesem Ort sehr machtlos gefühlt und jetzt sind wir tatsächlich ziemlich machtlos. Das ist alles, ich habe das auch alles noch nicht so richtig wieder verarbeitet. Aber es ist gut, dass du mit Hilfe der Kleriker, also dass du den Weg zu den Klerikern überhaupt gegangen bist. Ich weiß ja, wie du eigentlich immer über Götter gedacht hast und eingestellt warst, und ich bin sicher, das ist kein einfacher, also dass du nicht von heute auf morgen wieder zu dem geworden bist, was du jetzt wieder bist. Nun, ich mag über die Götter gedacht haben, wie ich gedacht habe, aber
In Zeiten der Not oder wenn man komplett gebrochen und am Boden ist, führt oft der Weg zu seiner Mutter. Denn ist es nicht die, die einen am besten kennt in seinen traurigsten und dunkelsten Momenten? Dass sie Klerikerin ist, war nur ein Nebeneffekt. Wenn auch in diesem Moment ein sehr positiver. Wahrscheinlich genau der Richtige. Ich hätte keine Idee gehabt, wie man Salora wieder aufpäppelt oder dich aus dieser Dunkelheit wieder befreit. Aber wir dachten alle, wir sehen dich nie wieder, wenn ich ehrlich bin. Ich habe euch damals gegangen bist. Ein Versprechen gegeben. Ich habe Ratchet gesagt, er solle sich ausrichten, aber der kleine Fuchs, man kennt ihn ja. Naja, ich habe gesagt, ich werde euch helfen, die Kräfte zurückzuerlangen für das, was ihr mit mir durchgemacht habt. Dafür, dass ihr mit mir in die Hölle gegangen seid. Und in diesem Punkt halte ich meine Versprechen. Und nun, und ich deute an der weißen Robe herab, hoffentlich etwas besser für die Welt als mit meinen Feuerbällen. Ich leg dir immer so die Hand auf die Schulter. Ich sehe, du hast dich verändert, aber ich sehe auch, dass du wieder da bist, so wie wir uns kennengelernt haben damals. Auf diesem Felsen irgendwo im Astralmeer. Das war noch Zeit. Ja, damals in Brahl. Es ist schön, dass du zurückgekommen bist. Ich verneige mich etwas. Es tut gut, diesen Blick wieder zu sehen, wenn du mich ansiehst. Ich danke dir. Ich danke dir. Und es tut gut, wieder hier zu sein. Okay, genug. Hier das Zelt. Das genau. Feuerwerk geht schon los. Ihr kommt am Eingang dieses Zeltes an. Und das bisher nur aus der Ferne gesehen. Farbenfroh leuchtet in den wildesten Farben. Auf dem Zirkuszelt selber, auf dem Stoff, scheint es irgendeine Art Magie drauf gewirkt worden zu sein. Man sieht Einhörner auf dem Stoff entlang hüpfen. Man sieht quasi Blumen und Bienen, die dort, also Bienen, die quasi durch Blumenfelder hindurchfliegen. Es ist ein Spektakel. Hallo, bevor ihr eintretet, ist dort eine Clownsfigur, die etwas grau erscheint und in einer Art Pantomime so ein bisschen die Moves macht, sich verbeugt, auf seine Halsbänder zeigt, dass er nicht sprechen kann, aber sich verbeugt und euch nach innen bittet. In der Zwischenzeit kommen Gorgol und Lilith an der Ticketbude am Eingang. So, also, dann wollen wir dir mal ein Ticket holen. Ich weiß ganz genau, dass du geschummelt hast. Das ist aber ein gemeiner Vorwurf. Du kennst mich doch, sowas würde ich nie machen. Ja, weil ich dich kenne, weiß ich, dass du geschummelt hast. Also, Und Gorgol dreht sich einfach weg. ein Sonderticket für diese junge Dame. Und du siehst, wie dieser Goblin namens Nicholas, ihr erinnert euch dran, mit seinem mit seinem Fernglas und auch diesem Hörrohr sich zu euch hindreht. Und man sieht so klick, 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 wie die Scheiben reingezogen werden. Und du so ein riesiges Auge da dahinter quasi siehst. Der mit dem Kürbis. Geht's dem Kürbis denn noch gut? Ja. Er hat sogar das Schneckenrennen überlebt. Oh, ich hab schon davon gehört. Ihr wart Zweitplatzierte. Ja, es war ein legendäres Rennen. Wir hätten das sehen müssen, wie die rote Schnecke gerannt ist und die gelbe Schnecke. Und dahinter war die blaue Schnecke ganz weit weg. Und das war so spannend. So, allein von euren Erzählungen müsste ich schon meine Herztabletten nehmen. Spannend.
Wahrscheinlich. Das ist ja spannend. Während Gorgol das so erzählt, will ich von hinten an den Kürbis rangehen. Was und darf ich denn für euch Gutes tun? Und den Kürbis auf den Boden schmeißen. Ups, Gorgol. Das tut mir jetzt aber leid. Du weißt doch, sowas würde mir ja nie passieren. Ich würde das doch nie absichtlich machen. Oh nein, Kirby. Nein! Oh nein! Zwei Tickets. Lilith, du siehst, wie sich um Gorgol so ein blauer Schimmer abzeichnet. Gorgol, du spürst, dass es enger wird, wie wenn quasi dich etwas packt, zusammendrückt. Du wirst wie von so einer Hand zusammengequetscht quasi. Lilith, du siehst es auch. Mhm. Und ehe man sich mehr sehen kann, ist es wie quasi so der von der Optik wie der Flash, wenn der losrennt. Wird Gorgold durch den Raum gezogen und landet 5 Meter auf der anderen Seite der Brücke. Und steht dort. Du bist quasi 5 Meter so in Lichtgeschwindigkeit gezogen worden. Das war ein seltsames Gefühl. Okay. 2 Tickets. 2 Tickets. Mhm. Wer zuerst? Ich lasse dir den Vortritt. Lilith? Werte Dame in Schwarz, eine wunderschöne Zusatzaufgabe für Sie. Für den restlichen Abend. Das, was Sie gerade gesehen haben, das war die Light-Version, weil er direkt neben mir gestanden ist. Wenn es auf dem Jahrmarkt platziert, könnte es sein, dass Unter- und Oberkörper vielleicht so durch Raum und Zeit ein bisschen einen Versatz haben. Warne Sie, wir hatten schon, dass wir den Oberkörper eines Teenagers hatten auf dem Unterkörper einer verwitweten, alten, 90-Jährigen. Gefährlich. Daher erbete ich Sie, Ihre Aufgabe sehr ernst zu nehmen. Den restlichen Abend bis zum Morgen nach der Parade ist es nun Ihre Aufgabe, jedem, der sie beim Namen nennt, eins der schönsten Komplimente zu machen, dass sie sich nur erdenken könnte. Ist das nicht eine schöne Aufgabe, Lilith? Ach, halt doch die Fresse, Gorgol. Das war kein Kompliment. Die Aufgabe beginnt ab sofort. Werter Herr Ork. Ja, das bin ich. Sie müssen, da der Kürbis nun kaputt gegangen ist. Kirby, diese Trauer muss ja überwunden werden. Immer dann, wenn man sich vor ihnen verbeugt oder sie grüßt und sie voller Freude ein Tänzchen macht. Okay, das kriege ich hin. Ab jetzt. Okay. Und er schnippt und ihr merkt, dass irgendwas mit euch passiert ist. Also, pass auf, ich vergib dir wegen Kirby und alles andere ist ja nur Spaß.
Und Gorgon fängt an zu tanzen. Das wollen wir schon sehen. Das wollen wir sehen. Zumindest mit den Armen. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Willst du nicht mittanzen, Lilith? Nein. Der Name ist genannt worden, Lilith. Ach so, scheiße. Also, ihr kommt so ein bisschen hoch. Ich habe schon, also von der Skala von 1 bis 10, tanzt du gar nicht so scheiße. Ja, oh, vielen Dank. Also ich würde dir 8 geben. Das weiß mit ich Stärchen. Jetzt. Ja. Vielen Dank. Also wollen wir dann, oder? Das Zelt ist da vorne, glaube ich. Nicht allzu weit weg. Dann das kriegst du alles zurück. Rick, rollt ihr euch mal zum Zirkuszelt? Ja. Die Tanzgorgel, Leute. Es ist passiert! Es wurde gesungen! Es wurde das erste Mal gesungen! Echt? Wenn es auch nur ein Satz war. Ja, Gorgol, also um es zu beschreiben, Gorgol wird tatsächlich einfach seine Hände hochheben und wie ein alter Mann, der am Krückstock quasi laufen würde, etwa so hin und her wackeln. Wie süß. Oh, so süß. Der beste Ork. Ja, das ist so cute einfach. Willkommen im Drunken Monkey, Alamantor. Ihr lauft zum Zirkuszelt. Gorgol, du siehst so die ersten Funken von Feuerwerk. Tanzende Lichter, noch ganz, ganz zaghaft, aber du siehst es so ein kleines bisschen. Es ist noch nicht das große Spektakel, das man angekündigt hat. Aber es ist schon gut. Marielle, Samaria, ihr lauft einen Gang nach vorne. Seht, die Reihen sind schon wahnsinnig gefüllt. Innen drin typische Zirkuszelt, Loge aufgebaut. Und es stehen dort Ordner, quasi die so ein bisschen die Plätze zuweisen. Und am Eingangsbereich sieht man jetzt auch Gorgol und Lilith. Ihr seid ja getrennt voneinander los, habt euch etwas länger unterhalten. Gorgol, Lilith. Ich winke. Hi Gorgol, hi Lilith. Ich winke. Samaria, dein Blumenkranz ist außerordentlich schön und passt wundervoll zu deiner Probe. Vielen Dank, Lilith. Ich meine, du bist etwas verwundert über die Freundlichkeit von Lilith. Selbstverständlich. Muss ich jetzt eigentlich schon ein Kompliment machen? Wie bitte? Natürlich. Jedes Mal, wenn dein Name fällt. Ich schaue, ob ich irgendeinen Dolch im Oberkörper habe. Und deine Augen glitzern so wundervoll im Mondschein. Lilith, schön, diese dass ganzen es dir Komplimente bin ich ist, dir von gar nicht gewohnt. Hattest du einen Schlaganfall? Und Lilith, geht es dir gut? Ja. Ach, ja, danke. Ich will mein Kompliment noch. Was? Marielle, Gorgol, weißt du, was mit dir los ist? Wink ja. dem alten Ork mal zu. Hab ich doch, ja. Ja. Komm, Tanzäffchen. Komm, Tanz. Ihr habt das Ticket gekauft. Ja. Mariel, du siehst heute wieder besonders hübsch aus. Oh, danke, Lilith. Ein Kompliment hast du mir ja noch nie gemacht. Also, damit das hier nicht komplett außer Rand und Band gerät. Und deine Haare sind so wundervoll lockig und. Dankeschön. Wenn man ihren Namen sagt, muss sie einem Kompliment geben. Oh! Ich verstehe. Faszinierend. Ich werde mich bemühen, den Namen nicht mehr so oft zu sagen. Und Gorgon muss tanzen, wenn man ihm zu winkt. Oder mich begrüßen. Ich liebe
Einhörner! Und ich hasse es mir noch mehr als Freunde. Pepper! Ja. Was los? Ich wink sie an mich ran. Ja, was ist los, Samaria? Und ich werde irgendwann in einem Feuerball mein Leben fristen. Sag mal Liliths Namen. Aber denkst du, dass sie mich dann wieder in Flammen aufgehen lässt? Sie sagt dir jetzt erst das erste Mal wirklich ihre Meinung über dich. Okay. Lilith, magst du mich eigentlich? Ciao. Und sie ist aber auch und sie fliegt aber dann sofort in den Blumenkranz von Samariel zurück rein. Und guckt, macht dann so die Blüte so auseinander und guckt dann so raus, erwartungsvoll. Pepper. Ja. Lily fegt gerade ab, ob sie den Körper, den Unterkörper einer 90-Jährigen in den Kopf nimmt. Deine Stimme ist so ist so wundervoll lieblich und geht einem so wunderschön durch Mark und Bein. Oh, das ist das Netteste, was irgendjemand jemals zu mir gesagt hat. Ich bin ganz cool. Wirklich so ein kleines Tränchen in den Augen. Vielleicht können wir uns doch irgendwann noch mal anfreunden. Nein. Okay. Und sie lässt so ihre Öhrchen hängen. Okay, na gut, dann halt nicht. Und sie verkriecht sich wieder zwischen den Blüten. Ich hasse jeden einzelnen von euch. Gorgor ist komplett außer Atem vom Tanzen. Ich gehe mal zu den Ordnern, die da stehen. So lustig das auch war. Ich gehe mal zu den Ordnern, die da stehen. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich habe hier was von so einer Preisverleihung möglicherweise gehört, wenn man einen bestimmten Knopf findet. Wo meldet man sich denn dafür? Und wann? Wer hat euch denn die Aufgabe gegeben? Die Aufgabe? War das das tanzende Äffchen? Kann sein, dass uns der Affe davon erzählt hat, ja. Der Affe. Ernest, unser Orgelspieler, sammelt gerne Knöpfe. Ja. Ach, der, bei dem müssen wir den abgeben. Ach so, ich dachte, das war hier, wäre hier im Feld. Okay. Gut, dann machen wir das später. Nehmt doch bitte Platz. Erste Reihe. Erste Reihe? Ja, hier, Tintakel hat gesagt, dass wir einen Platz... Ihr seid die. Da vorne, direkt an der Manege. Bitte schön. Warum lachen Sie so? Wird eine fantastische... Einsicht. Tieferkennen, meinst du? Tieferkennen, sorry. Oh Mann, ey. Einsicht. Ich glaube, das ganze Tanzen steigt ihm zu Kopf. Ich setze mich in die erste Reihe, auf die Plätze, die er angewiesen hat. Ja, da hast du. Gorgol steht ja noch, beobachtet ihn. Würfel, Tieferkennen. 15, ne 15 war's. Er guckt, Meriel ist ja nach vorne gelaufen. Wer steht noch bei Gorgol? Der Rest. Erzähl's keinem weiter. Er hatte, guckt Richtung Maria, davon erzählt, dass eine schöne Elfendame in einem grünen Kleid, ich glaube, das passt auf eure Begleitung, ihm assistieren würde bei einem Trick. Hinter der Manege, hinter den Kulissen, hatte jedes Mal die Wassermelone zerschnitten. Ich bin gespannt. Aha, das Spektakel freuen wir uns alle. Psst. Okay. Dann machen wir uns mal. Was? Er guckt euch an. Hat eine 17 auf einschüchtern. Psst.
Was würfel ich denn dagegen? Konstitution? Auch oder auch einschüchtern einfach. Oder einschüchtern, einschüchtern Contest. Contest. Hm. Maria Lillefi okay, auch. Okay. Sie müssen mich nicht so anschüchtern. Ich habe einfach auf Einschüchtern einen besseren Modifikator als du. Mhm. Oh. Lilith? Ich hatte eine 4. Ja, eine 17. Wir verstehen uns. So ein 90 cm großer Goblin. Das ist wohl der Tiefpunkt unserer derzeitigen Abenteurerkarriere. Ja, ne? Also wirklich, da ist ja Marielle, die einen Topfumtritt eigentlich einschüchternder. Ja. Naja, der Goblin hat mich auch in der Akademie gemobbt, also ich bin da geprägt. Jetzt macht. Die Scheinwerfer gehen in der Manege Stück eins nach dem anderen aus. Es wird ruhig. Und dann geht ein einzelner Scheinwerfer an. Eine sehr, sehr schlanke, aber sehr hoch Person tritt in das Scheinwerferlicht. Zeig sie euch. So sieht sie aus. Seht ihr sie? Tritt ins Scheinwerferlicht. Beugt sich ganz, ganz tief. Die Nase könnte jetzt fast den Boden treffen. Es wird noch ruhiger. Glitzer explodiert lautlos in der Luft. Funkelnder Anzug, es glitzert alles an ihm. Er trägt so eine Art Wetterfahne in der Hand mit einem vergoldeten Schmetterling mit roten, was sind das? Was sind Saphire sind rot? Rubine. Die drauf sind. Willkommen, ihr Leute des Abends. Werte Jahrmarktsbesucher. Schön, dass Sie sich alle hier einfinden. Zu diesem Spektakel des Abends. Wird magisch. Es wird atemberaubend, es wird feurig und akrobatisch. Mein Name ist Licht. Ich bin einer der Gastgeber des heutigen Abends. Einer der Gastgeber des Jahrmarktes. Macht euch auf Entzücken gefasst. Willkommen zum Spektakel des Hexenlicht-Jahrmarkts. Verbeugt sich noch einmal, sieht wieder Glitzerwolken, Scheinwerferlichter gehen an. Willkommen, Raider. Hallo, Raider. Hallo. Ja, ihr habt dort Mr. Licht vor euch stehen, der quasi diesen Abend anmoderiert hat. Meine Technik hängt komplett. Oh nein. Drück mal hin. Ich gucke mit so richtig funkelnden Augen, wie so ein Kind, das halt irgendwie im Zirkus ist. So richtig große Augen und bin so richtig gespannt, was jetzt als großes Spektakel kommt und bin einfach komplett gebannt von dieser Show. Danke. Die Scheinwerfer gehen erneut aus. Man hört es ein bisschen rollen, man hört ein bisschen Sachen in den Raum reinschieben. Die Scheinwerfer gehen erneut an. Man sieht quasi Artisten, die an diesen, wie heißen denn diese Dinger, wo die hin und her schwingen? Ja, Trapez. Genau das. Quasi hin und her schwingen. Die artistischen Nummern vollführen, Saltos in der Luft schlagen. Bei jedem Salto pufft es Glitzer. Man hört einen Tusch von der Band, die quasi so leicht seitwärts sitzt. Dieser artistischen Nummer, die
dort wirklich in Perfektion und Vollendung vorgeführt worden ist. Mr. Licht erneut in den Scheinwerferlicht kündigt die nächste Nummer an, dass man vor allem in der ersten Reihe ein bisschen Vorsicht walten lassen soll, dass es gefährlich warm werden könnte. Und man sieht danach Feuerspucker, die quasi in den Raum kommen, die Fackeln in der Hand haben und irgendeine Flüssigkeit auf die Fackeln spucken, dass es eine riesige Feuerfontäne gibt. Das ist was für dich. Ich stupse dich an. Ein sehnsüchtiger Blick von Samariel. Schon blöd, wenn man kein Feuer mehr blicken kann. Ja, etwas aber. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Diese Nummer sieht fantastisch aus. Es fängt an mit Fackeln zu jonglieren. Man hat quasi Kreise von Feuern. Kennt ihr diese Feuertänzer, die quasi so kreisende Feuerbälle haben? Das sind drei Leute, die in der Manege drinstehen. Applaus wird laut. Gehen wieder von der Bühne. Es ist eine ganz, ganz klassische artistische Nummer, die quasi gerade stattfindet. Scheinwerferlicht geht erneut aus. Man hört wieder etwas in der Manege arbeiten. Da geht das Licht wieder an. Man hat zwei so große Hanteln in die Manege gerollt. Also kennt ihr diese Krafthebehanteln, die nicht wie vom Fitnessstudio, sondern wie man sie vom Zirkuszelt her, von so Zirkusattraktionen kennt, diese große, runde, bunt angemalte Kugeln sind. Sind dort drapiert. Und man sieht eine Person in die Manege reinlaufen, die einen Kürbis im Kopf legt. Augen reingeschnitzt. Eine Fratze reingeschnitzt. Blaue Latzhose. Unter der Latzhose quasi nichts an, kein Hemd, kein Oberteil. Und ihr erkennt es relativ schnell, obwohl der Kopf quasi versteckt ist, dass da ein Grottenschrat gerade in der Manege steht. Mit einem, also ein Backbier, mit einem Pumpkin auf dem Kopf, mit einem Kürbis auf dem Kopf. Hey, Kürbisse. Alles gut, Gorgol, alles gut. Kürbi. Hey, vielleicht, ich tätschle ihm die Schulter. Vielleicht hat das Gorgols Kürbisphobie doch Therapie, aber jetzt hat er ein neues Trauma, weil Kirby tot ist. Der ist auch selber schuld. Mein Name ist Doodle. Ich bin der stärkste und größte, den es gibt. Es gab bisher noch keinen, der es geschafft hat, mich in der Stärke in den Schatten zu stellen. Hier vor mir habe ich eine Hantel, die 250 Kilo trägt. Ist einer mutig genug, in den Stärke-Contest mit mir zu gehen? Wer traut sich zu beweisen, es mit Doodle aufzunehmen? Ich schaue mich um, ob ich Darien irgendwo sehe. In der Menge. Der würde sich doch da bestimmt melden. Sind hier keiner bereit? Wenn jetzt Jay hier wäre. Ja. Ja, ja. Mhm. Okay, ich mach's. Echt, du? Und Gorgol, ich sehe, wie Gorgol langsam aufrichtet. Oh, mein Rücken. Und langsam vorgeht. Go, Gorgol! Hosender Applaus, Jubeln in der Menge. Du schaffst das. Wie ist euer Name? Mein Name ist Gorgol. Willkommen, Gorgol, der Schwächliche und Gebrechliche. Du hörst so durch die Manege. Ein kleiner Spaß. Willkommen tatsächlich. Schön, dass ihr euch traut, in diese Manege zu kommen. Dass ihr uns mit eurer Tanzeinlage wehrt. Ich sehe schon. Wohlan, seid ihr kräftig, werter Herr Gorgol.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Traut ihr euch zu, diese Hantel zu heben? Ich probier's mal. Würfelst du mir auf Athletik? Go, 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 go. Solide. Beschreib mir, was wir sehen. Du schaffst es, sie zu heben. Okay, ihr seht den alten, gebrechlichen Ork, wie er sich nochmal umschaut, bevor er sich dem Gewicht widmet. Spuckt einmal die Hände hin. Und ihr seht dann, also er trägt ja sonst normalerweise eine Robe, aber ihr seht, wie er, sobald er halt, also das erste Mal gegen das Gewicht geht und merkt, okay, es ist schwerer als er erwartet hat, wie auf einmal unten drunter doch die Muskeln, seine alten Muskeln noch anspannen. So ein bisschen so Muten Roshi-Style aus Dragon Ball. Und er dann schafft, die Hantel hochzuheben über den Kopf. Ja. Gogo! Nimmt die Hand und hebt sie hoch. Vor sich hin. Die ganze Menge applaudiert, klatscht, jubelt. Du siehst, wie sich vor dir verbeugt wird. Und aus der Manege winkt dir ein kleines Kind zu, Gorgol. Jessens, Jessens, Jessens. Tuttle kommt zu deiner Seite, klopft dir auf die Schulter. Ich hab gesehen. Während er so winkt und in die Manege quasi sagt, euer Schneckenrennen war auch sehr gut. Yeah. Ihr seht mir nach anständigen Leuten aus. Absolut. Lasst uns nach der Aufführung zeitlich das Zelt uns kurz treffen. Ich muss mit euch reden. Warum wir? Applaus für Gorgol, Applaus für unseren Ork. Tanzt sich langsam. Die Scheinwerferlichter gehen aus. Es wird wieder eine Manege gearbeitet. Das Licht geht ganz, ganz sanft an. Und ihr seht diesen Tintakel in der Manege stehen. Schlecht sitzender Anzug. Seine Stirn glänzt vor Schweiß. Man hört ganz verhaltenes Applaudieren. Tintakel! Tintakel! In eure Richtung. Ihr seht so ein Grinsen. Ja! Hey! Schön, dass ihr da seid. Ich bin super aufgeregt. Verbeugt sich, die Melodie fängt an. Und er fängt an, seine Tricks vorzuführen. Es sind ganz klassische Magier-Tricks. Also der Zylinder-Hasen-Trick, der super funktioniert. Zieht ein Kaninchen, zwei Kaninchen aus seinem Zylinder heraus. Er hebt seinen Ärmel, fängt bunte Tücher rauszuziehen, die in der Luft zu schweben anfangen und eine Schlange bilden, sich zum Schmetterling werden, davonfliegen über die Menge. Er hat nicht die perfekte Effekthascherei, wie ihr es schon im Laufe des Abends erlebt habt. Auch den Pantomime, der seine Pantomimen und Magier-Show abgeliefert hat. Aber es ist nicht so schlecht. Es ist so dieses Niveau, das man quasi kennt von Kindergeburtstagen oder von Feiern, wenn jemand quasi so einen Magier einlädt und er frisch damit angefangen hat. Er blamiert sich nicht. Und es reicht. Scheint auch über eure Anfeuerung sehr erfreut zu sein, dass ihr da immer wieder so ihm zuzwinkert. Sein Adamsapfel schluckt immer ganz wild. Und jetzt, mein wertes Publikum, vielen Dank. Führe ich meinen letzten Trick auf. Phänomena, es ist grandios, es ist etwas, was ihr noch nie gesehen habt. Knippt und zwei Kobolde schieben eine Holzkiste in die Manege.
Die ist rot bemalt, hat so silberne Sternchen drauf. Erkennt solche Kisten. Das ist so Person und Kiste auseinandersägt. Man hat oben ein Ende, die Kiste wird einmal gedreht, nach unten gedreht. Man hat unten diese zwei kleineren Löcher, wo die Füße quasi fixiert werden. Links, rechts am oberen Areal, wo die Arme fixiert werden. Zwei weitere Kobolde schieben eine riesige Handsäge rein. Der Tentakel ist so 1,80 Meter groß. Die Säge hat mindestens 2 Meter. Das ist so die Proportionen her. Ja. Wertes Publikum, ihr seht, ihr holt die Säge, macht so diesen Sägen-Move, dass die echt ist, lässt sie gegen die Holzkiste klatschen. Eine echte Säge, eine echte Kiste. Ich brauche einen Freiwilligen aus dem Publikum. Ich melde mich. Oh. Okay. Okay. Ich war schon so voll so, okay. Ich klopf Miriel auf die Schulter. Ja. Vertrau mir. Und ich gehe nach oben zu Tentakel. Er guckt dich an. Samariel, und ich würde ihm die Hand reichen. Ein großer Fan von euch. Freut mich. Und freut wenn er meine Hand anfasst, würde ich ihm Guidance geben. Wow. Dankeschön. Dank, dass ihr euch freiwillig meldet. Ich werde nun diesen werten Freiwilligen Klaus einmal bitte für ihn. Ich werde ihn. Du wirst es überleben! Ihr seht, wie so ein Schweißtropfen runterfließt. Gieß noch meine Blumen und Pepper. Vergiss das am besten. Zurück zu Miriel. Schöner Lolli. Ich hab's mir gerade so gemacht. Na gut. Wie du willst. Willst du meine Orangenunterstützung haben? Sehr gern. Okay. Im Falle des Todes kann man alles brauchen. Ja, du warst schon tot. Du machst das schon. Danke. Wohlan, ich werde diesen werten Herrn halbieren und ihn wieder zusammensetzen. Ohne Schaden. Denke ich doch. Bin ja auch ein Halbelf. Die Lichter werden etwas dunkler. Tintake wendet sich an dich, Samariel. Samariel greift in seinen Koffer, der dort steht. Ich habe hier einen Trank für euch. Die Säge sollte normalerweise in die Taschendimension verschwinden, während ich durchsäge. Also die Kiste hat ein Taschendimensionsportal. Ich habe den Trick noch nie vorgeführt. Ja. Noch nicht, dass er bisher funktioniert hat. Und auf jeden Fall ist dieser Trank, falls was schief geht beim Durchsägen, ein Wiederbelebungstrank. Dieses Trank einfach zur Linken platzieren. Und wenn ich mit der Säge durchsäge quasi und die nicht in der Taschenportalwelt verschwindet, dann nicht so laut schreien, könnte ein bisschen pieksen, aber der Trank wird dann den Schaden wieder beheben. Da bin ich mir ganz sicher. Nun gut. Der Trank des Vorteils, den ich gewonnen habe, ist ein wirklicher Trank, oder? Ja, ja. Ich ziehe ihn heraus. Ihr wollt diese Show wirklich, wirklich gut machen, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich drücke ihm den Trank des Vorteils in die Hand. Was ist macht das? Macht das Publikum stolz. Nehmt ihn jetzt gleich zu euch. Aber ich vertraue mir. Nicht betrunken. Nein. Okay. Für Orkschnaps geht zu Gorgol. Nach der Vorführung. Er trinkt. Samariel, machst du mir mal bitte einen Arcana-Check? Wenn du so in die Kiste steigst. Bin ich nicht mehr ganz so gut, aber vielleicht wird's hier noch was. Gorgol wird sich zu Lilith überneigen. Ich glaube, dieser Tentakel, der weiß, was er kann. Der hat es drauf. Und wenn nicht, wird's heute schön blutig. Also alle gewinnen. Mhm. Auch mal schlecken.
Während dich Tintagel in dieser Kiste fixiert und immer wieder die Kiste dreht mit den Kobolden, mit den Goblins, die dort quasi helfen. Ich beginne zu beten. Weil dir nämlich schlagartig bewusst wird, als du dann die Kiste, der Deckel zugeht, Wiederbelebungstrank, der ist ja nett. Aber deines Wissens nach, du hast eine sehr gute Ausbildung genossen, hilft ein Trank der Wiederbelebung nicht, um Gliedmaßen oder Körperteile wieder ranzukleben. Gut, dass er mich nur in der Mitte sägt, da verliere ich keine Gliedmaßen. Ja, auch dein Arm ist ja dort fixiert. Der würde durch Unterarm mit durchsägen. Nun ja, ich habe getan, was ich konnte. Neuer Charakter. Ich wollte schon immer mal Magier spielen. Wir sind ja auch noch Level 1, also alles gut. Die Lichter gehen aus und Gorgol, Meriel, Lilith, ihr seht, dass Samariel dort drin steckt. Ihr seht, dass ich bin so richtig am Beten. So. Irgendwas geflüstert worden ist. Ein Trank ist in Samariel gegangen, ein Trank ist in Tintagel gegangen, den er getrunken hat. Es fängt der Trommelwirbel. Es wird mucksmäuschenstill in dem Zelt. Er nimmt diese riesige Säge. Man hört dieses metallische Wabern des Metalls. Wenn man so große Sägen hat, die machen ja so ein Geräusch, wenn die so ein bisschen in Schwingungen kommen. Setzt an. Und macht den ersten ganz, ganz vorsichtigen Schnitt. Für Maria. Du spürst diese Zähne in dieser Kiste. Sie reißen so ganz, ganz leicht im ersten Moment über deine Arme. Es ist noch nicht schmerzhaft, aber du spürst, ups, die sind da. Der zweite Schnitt, der auch vorsichtig noch ist, ist so dieses Anteasernde. Und du merkst, wie auch die Zähne an deiner Robe etwas hin und her reiben. Die sind mittlerweile auf Bauchhöhe und der nächste Schnitt, wenn der durchzieht, der heißt ab. Er guckt in die Menge, der Trommelwirbel, er nimmt die Säge. Na, Hanus, steh mir bei. Und zieht durch. Zieht zurück. Und du spürst nichts. Boah, Halleluja. Die Säge geht unten durch und die Menge fängt zu toben an und applaudiert, tut und macht. Tintagel guckt zu dir runter. Bist du noch ganz? Ich weiß, dass es der Trick ist, dass ich nicht mehr ganz bin, aber ja, ich bin noch ganz. Es hat geklappt! Wunderbar! Meine selbstverständlich hat es geklappt! Yay, Tintagel! Ich habe nie an euch gezweifelt und auch nicht zu meinem Gott gebetet, Tintagel. Feuerwerk geht quasi dort so ein bisschen Feenfeuerwerk und Gorgol, auch du siehst so die ersten Funken am Zirkuszelt, das sich so in den Sternenhimmel ein Stück weit verwandelt und man hört so puff, puff, es ist kein großes Feuerwerk, aber es ist ein schönes Lichtspektakel. Gorgol, da ist das Feuerwerk! Oh, so schön, es glitzert überall. Und währenddessen wird die Kiste bei Samaria wieder aufgemacht. Du wirst rausgebeten und du blickst nochmal einen tosenden Applaus. Du bist zurück. Ich winke in die Menge und winke Gorgol zu. Und gieße nochmal meinen Kranz. Danke, Pepper, dass du da bist. Seht ihr, ihr habt es geschafft. Und ihr habt an euch gezweifelt. Was möchtest du mit dem Trank der Wiederbelebung machen, den du noch hast? Den würde ich mitnehmen. Machst du mir einen Heimlichkeitswurf? Er hat den mir ja geschenkt. Machst du mir einen Heimlichkeitswurf? Ah, okay. Also ich hätte ihn nicht heimlich eingesteckt, das meinte ich damit. Du ich hätte ihn offensichtlich eingesteckt. Ja. Ach, du hättest ihn offensichtlich eingesteckt.
Er hatte mir ja geschenkt. Ich dachte, der gehört jetzt mir. Und du hast ihm einen Vorteilstrank gegeben. Ja, das war eigentlich nur fair eigentlich. Mein Trank, kriege ich den wieder? Trank für Trank. Dank mir hat euer Trick funktioniert, guter Mann. Und ihr seid der Held des Abends. Da ist doch sein Trank. Nichts, was die leuchtenden Augen des Publikums wieder wettmachen, nicht wahr? Ja, ihr habt recht. Behaltet ihn als Dank. Ich bedanke mich und... Alter, das ist Gott almighty. Steck ihn mir ein. Ihr werdet ihn brauchen. Ihr habt so ein Kratzen im Hals gerade gehabt, Entschuldigung. Mhm. Morgenschnaps hilft. Genau. Mr. Licht tritt wieder in die Manege. Werte Jahrmarktsbesucher, ihr habt eine fantastische Show erlebt. Wir haben Spektakel gesehen, Zaubertricks, Feuermagie und die wildeste Akrobatik. Ich hoffe doch sehr, und er verbeugt sich wieder ganz, ganz tief, dass dieses Spektakel den Namen verdient hat. Und ich würde mich freuen, sie in weniger wie 4 Stunden zum Abschluss der Nacht zur Krönung des Hexenlichtmonarchens wieder hier einzufinden. Es wäre mir eine Ehre, unter allen Jahrmarktsbesuchern den Monarchen dieser Nacht zu krönen. Ein großes Spektakel, eine Reise durch den Jahrmarkt erwartet ihn, die größte Ehrerbietung, die wir zu bieten haben. Sicherlich fragen Sie sich nun, wie wird man denn diesen Monarch des Hexenlicht-Jahrmarktes? Nun, nichts leichter als das. Seid mutig, habt Spaß, tragt zur guten Stimmung dieses Jahrmarktes bei. Erlebt ihn, erfüllt eure Aufgaben. Und er blickt damit zu euch, zwinkert euch zu. Gewinnt das Rennen um die Schneckenkrone. Seid gewappnet im Gruselreich der Mine. Wir sehen uns wieder. Später. Heute Morgen, heute Nacht. Dann, wenn die Stunde des Anbruches der Dämmerlicht beginnt. Zur Krönung des Monarchen. Es macht Puff. Er ist verschwunden. Kann es sein, dass wir eigentlich relativ gute Chancen haben, zumindest einer von uns hier zum Monarchen gekrönt zu werden? Ich meine, wir waren mutig, wir hatten Spaß, wir haben gute Stimmung verbreitet. Ich liebe Einhörner. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gesagt habe. Und wir haben auch unsere Aufgaben ziemlich gut erfüllt, oder nicht? Und wir waren in den Minen und ihr habt das Schneckenrennen gewonnen. Und ihr wart in den Feenreich. Wir haben ein Versteckspiel gewonnen gegen hier Schlammflitz. Okay. Ja. Also ich weiß nicht, was das, also, aber unter dem Pixie war die. Ich weiß auch nicht genau, was das. Aber hey, wir haben das gewonnen. Also sehr schön, aber eine andere Sache, wenn wir gerade so unter uns sind. Ja. Als ich vorne stand, hat der seltsamer Typ gesagt, wir sollen uns mit ihm seitlich treffen, neben dem... Du meinst Doodle? Zelt. Wer? Doodle? Ist der ja, Doodle? Doodle. Lustiger Name. Ja, wir sind erwachsene Männer. Ach Gott. Das ist ein Doodle. Ja, dann gehen wir doch mal zu Doodle. Wir haben Raider. Hallo Raider. Hallo Raider. Hallo Raider. Willkommen im Monkey. Und vielen Dank fürs Rüberhüpfen. Wir amüsieren uns gerade über den Namen Doodle. Könnt ihr mich mal aufklären? Das ist einfach ein lustiger Name. Ja, warte mal.
Lasst uns mit ihm treffen. Er hat irgendwie so gewirkt, als ob er Leute wie uns braucht. Ja, also, dann, wenn jemand, wenn, vielleicht hat er auch Informationen für uns, wer weiß. Also ich finde, wir sollten dem nachgehen. Und dann müssen wir den Hexenlicht-Monarchenknopf eintauschen bei dem Affen. Ja. Okay, dann, los geht's, oder? Mal vor, und, ja. Ich würde quasi dorthin gehen, wo Doodle, Goggle gesagt hat, dass er hingehen würde. Auf dem Weg würde er dann sagen, ich habe ja nie an Tentakel gezweifelt. Aber es war schon ganz schön mutig von dir, Sabariel. Ja. Ja, also vor allem. Kurzer Seitenblick, mutig. Ich bin schon, also ich muss sagen, ein bisschen froh bin ich jetzt schon, dass ich den Trick nicht machen musste. Insofern, Dankeschön. Sehr gerne. Gefühl, da will jemand imponieren. Was, Lilith? Ich hab dich nicht verstanden. Ich würde mich zu Samariel drehen und sagen, ich habe das Gefühl, du willst da jemanden imponieren. Gauber hat deinen Namen gesagt. Ach, gescheißen! Gut, dann spare ich mir meine Antwort, wenn Lilith wieder Komplimente machen will. Gorgor. Ja? Niemand hat so eine liebreizende Stimme wie du. Vielen Dank. Oh, wir müssen es wirklich genießen, solange es anhält. Nein. Doch schon ein Ich freue mich nochmal zu Lilith. 20% imponieren und 80% das, was mein Gott mir aufgetragen hat zu tun. Über Lilith. Was redet ihr da? Nichts. Lilith wollte mir gerade nochmal ein Kompliment machen. Samariel, mein Freund. Wenn ich einen umbringen müsste, wärst du an erster Stelle, weil ich dich so gern hab. Ja, das klingt nach einem Kompliment, das du geben würdest. Ja. Das klingt definitiv nach einem Lilith-Kompliment. Oh, Entschuldigung. Danke, Lilith. Zwei Komplimente. Wir werden das alles so heimgezahlt bekommen. Ja. Deswegen wir alle tot haben. Wir den Wiederbelebungstrank. Aber ich würde es trotzdem gern schon noch hören jetzt. Also, ja. Liebe Marielle. Ja. Es gibt sicher andere Personen, die mir mehr am Nerv gehen als du. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und Samariel? Langsam gehen mir die Komplimente aus. Ich liebe Einhörner. Ich hasse es noch mehr als vorher. Ja. Samariel, du warst eigentlich ein ganz guter Magier. Danke. Ich habe mir viel Mühe in der Ausbildung gegeben. Schön, dass das endlich mal anerkannt wird. Ja, scariger bist du. Nicht so der Noch Bringer, nicht ganz aber... so gut, ich weiß. Ja, okay. Falls du auf den Zauber letztes Mal anspielst. Ich wusste noch nicht, wie er funktioniert. Ja. Manche Männer wissen einfach nicht, wie es funktioniert. Aber ja, du gehörst halt auch dazu. Danke, Lilith. Über was redet ihr? Marielle fragt sich, über was sie gesprochen haben. Aber... dieses eine Kompliment werde ich mir aufsparen. Gehen wir erstmal weiter. Aber hallo, Doodle. Da sind wir. Ja, ihr seht, wie Doodle diesen Kürbiskopf abnimmt. Du hast doch einen Kopf drunter. Ich dachte, das wäre dein Kopf. Er hat dich für den Pumpkin gehalten. Mach dir nichts draus. Für, alte Gewohnheit. Für ein was? Ist nicht so wichtig. Okay.
Wir haben es schon mit lebendigen Kürbissen zu tun gehabt. Lebendige Kürbisse? Ja, ja. Oder untote Kürbisse vielleicht eher. Schwierig. Ihr war es jetzt lebendig oder untot? Beides. Ja, also, ja, also was untot ist, ist ja quasi auch irgendwie lebendig. Oder zumindest nicht tot. Och, der sieht ja irgendwie sogar richtig cute aus. Oh, okay. Da ist das Kommentar natürlich super. Gorgol würde ich es aber wirklich zutrauen, dass er trotzdem glaubt, das ist ein Ja, ich auch. Also. Alter, was hat. Sorry. Was hat der bitte für ein mega süßes Eichhörnchen auf der Hand? Ja, alles ist so cute, ey. Alles ist so süß. Je nachdem, ich sehe es immer noch nicht. Je nachdem, wo ihr auf ihn trefft, hat er hin und wieder mal auch Red auf seinem Arm. Ich hab die ja schon kennengelernt. Ja. Ja. Also, ich habe euch schon den ganzen Abend beobachtet. Und erstmal willkommen, schön, dass ihr da seid und Gratulation zum Gewinn des Contests. Ich hatte gehofft, dass ihr zusagt, weil eure Hantel war präpariert. Sie hatte knapp 10 Kilo. Ich hoffe... In Ordnung, oder? Du. Oh Gott. Gorgol, ich bin sicher, du hättest auch eine 200 Kilo Hantel heben können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch 250? Natürlich. Ich wollte nicht mit deiner Gesundheit spielen. War doch in Ordnung. Ja, ich fühle mich auch überhaupt nicht gekränkt. Mein Name ist Doodle. An die anderen, falls wir kennen Hallo, uns Hallo Doodle. Nicht. Hallo Doodle. Ihr seht mir wirklich nach ganz ordentlichen Besuchern hier aus. Ich habe euch beobachtet, das Schneckenrennen, das ihr gewonnen hattet und euch gegen diese Idioten durchgesetzt habt, die hier für schlechte Stimmung sorgen. Auch habt ihr in der Schwanenfahrt es wirklich geschafft, unserer lieben Schwanendame eine Stunde Ohr zu halten, wie auch immer ihr das geschafft habt, ohne Ohrenbluten zu kriegen. Und Pepper fliegt einmal um ihn rum. Hallo! Das erklärt einiges. Ich habe jetzt mit ihm ein Ohr abgekaut. Ich mag deinen Kürbis. Ja. Okay. Jetzt frage ich mich, was schlimmer ist. Und der Fell ist ja kuschelig. Und deine Zähne. Sie setzt sich auch auf seinen Kopf. Soll ich dir einen Blumenkranz machen? Es fängt schon an, so Blüten, eine Blüte nach der anderen zu beschwören. Und fängt an, wieder einen Blumenkranz zu basteln. Das erhebt sein Kürbis. Das sieht ja nachher keine mehr. Ja, bitte. Also. Ein Blumenkranz ist schön, ich bitte dich. Ja, natürlich. Natürlich. Ich muss ganz offen mit euch sprechen. Er guckt sich so ein bisschen um. Auf dem Jahrmarkt hier gehen seltsame Dinge zu. Ja. Nein. Doch. Wir haben gehört, es verschwinden Leute. Leute verschwinden. Sachen verschwinden. Habt ihr noch nichts verloren? Ist euch noch nichts genommen worden? Ich habe meine Würde verloren, aber so. Also Darien ist verschwunden, aber ich hoffe, dass er einfach sich irgendwo anders rumtreibt. Ja, oder Personen verschwinden hier, das ist normal. Also euch ist noch nichts abhanden gekommen. Ich gucke in meine Taschen, ob mir etwas abhanden gekommen ist. Kein Zauber, noch keine Schriftrolle, noch... Okay. Ich gucke in meine Taschen, ob mir irgendwas fehlt. Nee, okay, alles noch da. Alles noch da? Wisst ihr... Die Chefs, guckt euch nochmal so um. Wissen mehr... Wie sie sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass ihnen irgendwie die Hände gebunden sind. Ich
Eventuell seid die ersten Leute, wo ich so wirklich das Gefühl habe, dass das. Ich will es ja nicht laut sagen, aber dass ihr helfen könnt. Ich. Hex und Licht sind nicht verkehrt. Versteht mich bitte richtig. Sind gute. Das sind wirklich gute. Ich habe sie gern als Chef. Sie tun dem Jahrmarkt gut. Aber. Ihr müsst dem auf den Grund gehen. Dila hat. Junges verloren. Mhm. Und unsere nette Dame am Einhornkarussell birgt auch irgendein dunkles Geheimnis. Ich hatte hier tatsächlich auch schon mal jemanden, dem sämtliche Kraft geraubt worden ist, als er hier auf dem Jahrmarkt war. Furchtbar, sag ich euch. Ach so? Ganz, ganz schlimm. Was weißt du darüber? Nichts, er war hier auf dem Jahrmarkt und ist gegangen, ohne dass er mehr zaubern konnte. Und das war alles. Mehr weiß man nicht. Mehr weiß ich nicht. Ihr wisst nicht, hat er mit irgendjemandem bestimmten gesprochen, war in einer bestimmten Attraktion. Danke, Wortfindungsstörung. Der Orkschnaps kickt rein. Ja, nicht, dass ich wüsste. Nein, tut mir leid. Ich bin meistens hinten im Personalbereich und bewache dort eigentlich, dass niemand Unbefugtes reinkommt. Und mach meine Attraktionen und ich quatsch hin und wieder mal mit Red. Aber hier kommt komische Sachen. Hier komische Sachen passieren. Hier. Also komischer, als es jetzt normal ist. Richtig. Für den Jahrmarkt mit Feng Magie. Ja. Okay. Hier gehen komische Dinge zu und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass unsere Chefs Hex und Licht mehr wissen. Seit wann ist das so? Seit ich hier arbeite, ist das schon immer so gewesen. Und seit wann arbeitest du hier? Nun, jetzt seit 16 Jahren. Aha. Vor 16 Jahren war ich das letzte Mal hier, oder? Ja, warst du, ja. Ah. Ja. Ah. Wisst ihr, unter Umständen müsst ihr dort sehr nachdrücklich werden. Ehe sie Farbe bekennen mit irgendwas rausrücken. Die beiden wissen mehr. Aber sie stecken nicht dahinter. Sind anständig, sagte ich ja. Mhm. Man kommt nicht so leicht an die beiden ran. Guckt wieder sich so ein bisschen um. Bei der Krönung des Hexenlichtmonarchs läuft Licht mit der Masse durch den Jahrmarkt. Und Hex wird von mir zurückbekleidet. Er mag den Trubel nicht so in Richtung des Personalbereichs und unserer Wegen. Er trägt eine Uhr bei sich. Eine Uhr. Diese Uhr dient dafür, den Jahrmarkt einzupacken und auszupacken. Seine Taschenuhr. Eine goldene Kette. Wenn er dran dreht, dreimal in die eine Richtung. So sieht es zumindest immer aus. Wird hier alles aufgebaut. Und wenn er in die andere Richtung dreht, wird alles eingepackt. Ich frage mich immer noch, wie das funktioniert mit den Bäumen. Ich sehe es jedes Mal, dass die sich selber ausbuddeln, zur Seite laufen und sich dann wieder selber einbuddeln, dass kein Baum hier gefällt wird. Diese Uhr auf jeden Fall. Könnte der Schlüssel sein, mit den beiden ins Gespräch zu kommen. Vielleicht schafft ihr es, mit diesen Voraussetzungen, mit denen ins Gespräch zu kommen und vielleicht mehr zu erfahren, was hier los ist. Ihr würdet uns allen einen großen Dienst erweisen und allen Beschäftigten, die das eine oder andere vielleicht schon verloren haben, oder auch den Gästen des Jahrmarkts. Das sind sehr gute Hinweise, Dudel. Danke dir dafür. Ich mag die beiden, aber irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Offensichtlich. Wie gesagt, ich habe euch beobachtet, ich habe euch gesehen. Ihr scheint mir anständig zu sein. Wir geben uns Mühe. Meistens. Ich gucke zu Lilith. Anständig ist ein dehnbarer Begriff. Nun, also ich denke, dass das so die beste Gelegenheit wäre, wenn Licht die Polonaise macht
und Hex mit mir alleine zu den Personalwegen läuft, ihn dort abzupassen oder diese Taschenuhr, die er bei sich trägt, ihm zu entwenden, das als Druckmittel zu nutzen. Ich kriege aber noch einen ganz schön radikalen Schritt, aber wir... Es ist ja nicht klauen, ihr gebt sie ihm ja wieder zurück. Aber mir fällt leider nichts anderes ein. Dürfte ich einfach mal auf Motiv erkennen? Einfach zu schauen, ob er einfach ehrlichen Vibe rübergibt oder nicht. Also wenn, du glaubst der jedes Wort. Wenn der nicht vertrauenswürdig ist, weiß ich auch nicht. Okay, das machen wir so. Ja. Helft uns, wir können eure Hilfe wirklich gebrauchen. Warum auch immer das Schicksal euch hier auf diesen Jahrmarkt gebracht hat, es wird seinen Grund haben, warum ihr hier seid. Wir wollten das Feuerwerk sehen. Das gibt's auch bei der Krönung des Hexenlichtmonarchens. Und wir wollten einen Weg ins Feywild finden. Redet mit Hex und Licht. Das haben wir schon gehört, ja. Redet mit denen. Falls du zufällig einen großen lilafarbenen Tabaxi mit einem pinken Schwert sehen solltest, sag ihm, wir sind bei dem Knopfsammleraffen. Werde ich tun. Ich meinte ihn. Schon weiß ich nicht mehr gesehen. Ich meinte ihn beim Armdrücken vorhin gesehen zu haben. Ja, das ergibt Sinn. Danke. Es war unheimlich. Er hat Wettstarren gemacht mit dem Zyklopen. Wie auch immer er das hingekriegt hat. Und jetzt ist er gerade beim Armdrücken. Mal gucken. Ja gut, vielleicht muss er sich ein bisschen abreagieren. Lass uns gehen. Willkommen im Drunken Monkey. Nicht auf euch zählen. Ja. Ja, natürlich. Ich denke. Wir haben da vielleicht ähnliche Interessen. Okay. Gut. Zieht seinen Kürbis wieder an, wenn er so... Hey, der Blumenkranz war noch nicht fertig! Entschuldigt. Und er stapft davon auf den hinteren Bereich. Und ihr seht so eine Dornenhecke, die quasi hinten in dem Zirkuszelt ist. So kurz davor steht, öffnet diese sich. Die ist circa 1,5 Meter tief, circa 3 Meter hoch. Er läuft rein und hinter ihm schließt sich magisch diese Dornenhecke wieder. Ja, nichts verdächtig an diesem Gesellen. Das weißt du. Ach nein, das war ernst gemeint, nicht sarkastisch oder so. Keine Verwirrung ist verwirrt. Wollen wir jetzt unseren Hexenlichtmonarchenknopf einmal gegen den Preis eintauschen beim Affen? Okay. Wenn ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis die Krönung ist, das Monarchen. Aber es kriegt nicht der, also nicht der wird gekrönt, der diesen Knopf hat, oder? Nein. Das hat damit nichts zu tun. Ich war auch sehr verwirrt am Anfang, aber das hat alles nichts miteinander zu tun. Ich glaube, der ganze Jahrmarkt ist verwirrend. Ja, ich glaube, das soll so. Das gehört zum Konzept. Okay, dann geh ruhig vor. Auch zu ernst. Zu ernst. Zum Orgelspieler. Ja. Na, jetzt hier, das ist ja gar nicht so weit weg von der Stelle. Die ist ja auch direkt am Eingangsbereich, genau auf der anderen Seite, steht diese Dampforgel. Und diese Affe wild in die Tasten haut, ist wesentlich schneller, wesentlich freudiger wie am Anfang. So, es ist eine ausgelassene Stimmung auf dem Jahrmarkt. Man hört auch überall Gekichere, Gelachere. Das fällt euch auf, als ihr auch aus dem Zelt rauskommt und euch von dieser Situation jetzt auch mit Dudel löst. Es ist eine fast ekstatische Stimmung auf dem Jahrmarkt, im Positiven. Merkt man auch, dass Ernst alle Hände voll zu tun hat, seinen kleinen Hütchen, Tatzen, die Orgel zu bedienen. Hallo Ernst!
Du wirkst gut gelaunt. Und dieser Goblin Marigold, der dieses Käferkostüm anhatte, tritt auch wieder zu euch herbei, weil Ernst da so ein bisschen die Tasten haut. Er ist beschäftigt, er muss Stimmung halten. Was kann ich für euch tun? Wir wollen den Tausch, wir haben unsere Aufgabe erfüllt, wir wollen den Tausch machen mit, wir haben den Hexenlicht-Monarchen-Knopf gefunden. Ihr seht, wie Ernst auch mit zu spielen, sich auf seinem Stuhlzeug umdreht. Wie, ihr habt den gefunden? Wir haben ihn gefunden. Wo? Ist doch egal, wo wir ihn gefunden haben, wir haben ihn gefunden. Zeig her. Ich halte ihn aber ganz arg fest. Ja. Und du hast uns einen Preis versprochen dafür. Er greift an seine Orgeln, öffnet den Brombeerwein, macht... Und ich hoffe, es ist ein guter Preis, weil ich musste dafür den Einhornknopf tauschen. Wirklich wahr. So langer Zeit. Greift in seine Tasche. Ganz, 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 ganz tief. Und er zieht ein verknülltes, dreckiges, leicht modrig wirkendes Pergamentpapier raus. Das ist der Preis für den Hexendichtmonarchen. Ihr seid die allerersten, die ihn tatsächlich gewinnen. Was genau ist das? Monarchenknopf gegen Pergament. Wir wissen, was das ist, bevor du mir das Pergament gibst, will ich wissen, was das denn für ein Pergament ist. Vielleicht behalte ich den Knopf lieber und tausche ihn gegen was Besseres ein. Es ist ein Zertifikat, das seine Wirkung entfaltet. Ein Zertifikat, das seine Wirkung entfalten wird. So. Das ist sehr vage. Ich habe gehört, es ist nicht. Du hast gesagt, es gibt ein Zertifikat und einen Preis, wenn ich mich richtig daran erinnere. Das Zertifikat ist zeitgleich auch der Preis. Wertvoll, glaubt mir. Ihr werdet es gut brauchen können. Kann ich mal Insight checken? Ja, darfst du. Ich will auch Insight checken. Schönes Motiv erkennen. Ja, muss ich erkennen. Ja. Marielle macht ihren Job. Wow. Eine 16. Er sagt die Wahrheit. Er ist super aufgeregt, aber und hibbelig wegen dem Knopf. Marielle, du glaubst ihm sowieso blind? Mit einer 3 auf jeden Fall. Okay. Bitteschön. So, Marielle, es liegt Ehrlichkeit in den Worten. Er ist nur super aufgeregt. Okay. Und er... Ich glaube, wir können ihn tun. Und er gibt ihn dir. Ich nehme dieses Pergament. Vielen Dank. Steht in goldener Schrift auf diesem Pergament. Wish. Das wär's, ey. Zertifikat des Hexenlicht Meistersammlers. Dieses Diplom bescheinigt dem Besitzer, dass er ein erfahrener Knopfhändler ist. Er hat die Dienste am Hexenlicht-Jahrmarkt bewiesen. Im Feywild hat dieses Zertifikat 2 Ladungen. Während Sie dieses Zertifikat halten, können Sie es wirken und eine Ladung aufwenden. Aus den folgenden Zaubern frei wählen. Oha, okay. Eiliger Rückzug. Klopfen. Oder schlafen. Klopfen könnte noch nützlich werden. Wir haben ja keinen Rogue im Team. Wir brauchen einen Rogue, wenn man Türe eintreten kann. Wenn man Türen eintreten kann, Gorgol. So. Okay, ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Cool. Du siehst noch. Disclaimer. Wenn die letzte Ladung des Zertifikats verbraucht ist, bitte lassen Sie es los. Verbrennen Sie sich nicht die Finger, da es sich magisch auflösen wird. Mit Verbrennungen, Brandblunden und Brandblasen übernimmt der Überreicher dieses Zertifikats keine Haftung. Okay. Ich roll das zusammen.
und stecke mir das ein. Nicht, oder ich wie groß ist es, sehr groß oder ist typische es sehr so? Zauberschriftrolle. Ja, okay, ja, cool, dann hole ich es ein und stecke es in mein Beutel. Okay. Ich finde, das hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Können wir immer gebrauchen. Und ich schnips Meriel meinen Einhorn-Knopf zu. Ich glaube, dir bedeutet ihr mehr als mir und du hast deinen schließlich geopfert. Danke, Samariel. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Und ich stecke mir sofort wieder in mein Kleid. Wo noch der... Welchen Knopf habe ich denn überhaupt noch? Halle den Pixie-Königreich-Knopf. Der ist noch da. Die anderen habe ich, glaube ich, alle jetzt. Von der Mine haben wir auch noch einen bekommen, oder? Nee, den habe ich, glaube ich, schon weggetauscht gegen den Pixie-Knopf. Ich habe Einhorn, Marienkäfer und Minenwagen und Spitzhacke. Ja. Ja, den Einhorn-Knopf werde ich behalten. Ich finde, der passt sehr gut zu meinem Kleid. Danke, Samariel. Sehr gerne. So steht ihr dort, habt eure Knopfquest erfolgreich abgegeben. Level up? Nein. So. Besser. Zwei Level Mann. Ups. Ein Level up pro Knopf. Oh no. Meine lieben All-Stars. Meine lieben Monkeys. Wir sind am Ende unserer heutigen Jahrmarkt-Session angekommen. Das war so wholesome. Ich sehe in so grimmige Gesichter. Hä, hey, nein, überhaupt nicht. Nein, hey, bitte. Wir grinsen grimmig. Über beide. Ich liebe Einhörner. Hi, Gorgol. Hi. Und Lilith, willst du uns noch was sagen? Das letzte Kompliment, das ich mir aufgehoben habe zum Abschluss des Streams. Ich hasse euch nur dezent. Oh. Wie geht's euch? Mega gut. Super. Ich bin glücklich. Und ich habe Angst. Das ist alles so wholesome und schön. Und ich habe so Angst, was der Rest der Staffel bringt. Wenn wir aus diesem Rahmenjahrmarkt rausgehen. Ich habe mir heute, bevor wir in die Session gestartet sind, habe ich mir irgendwie nochmal Gedanken gemacht. Ne? So, Jahrmarkt und unsere erste Session mit Verrat und Tod und allem. Und ich dachte, ja, das wird eine interessante Kampagne noch. Und jetzt ist alles so wholesome und ich habe echt Angst. Ja, aber noch ist alles schön und wir genießen es, solange es schön ist. Hier ist es halt cozy. Deswegen sind wir auch schon 3 Sessions auf diesem Jahrmarkt. Und es werden noch 15 Sessions folgen. Oh Gott. Lilith, einfach im Stich. Irgendwann verabschiedet sich Lilith dann endgültig. Lilith hat den Channel verlassen. Ich gehe wieder nach Avernus zurück, ihr könnt mich alle mal. Ja. Ich will immer noch die Führung haben des Hickel-Kurses. Ja, yeah, den gibt's da gibt's dann aber keine Komplimente. Ja, die erste Session, Gorgol, das stimmt, die war Verrat und Zweifel und irgendwie so Lyanna-Flashbacks, ne? So ja, da hast du noch mal das Feeling von Lyanna richtig hochgeholt, damit wir auch nicht vergessen, wo wir aufgehört hatten vor der Sommerpause. Ja. Einmal so durchmachen. Hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert. Ja. Aber seht ihr, wir haben jetzt die dritte Session auf dem Jahrmarkt und es ist cozy, es ist wholesome. Man kann mir vertrauen. Nein. Das ist so der Build-up. Du willst uns schwächen. Du willst, dass unsere harte Schale und so, die dicke Haut, die wir uns zugelegt haben, dass wir die nach und nach fallen lassen und damit nur damit du einmal wieder richtig. Kann. Wie kannst du nur sowas von mir sagen? You know what you did. You know what you did. Ich kann sie nur die Wahrheit live im Stream sagen. Wie geht das nur? Ihr könnt doch nicht solche Tatsachen nennen. Ja, doch. Doch. Geht ganz gut. Doch.
Es fühlt sich an, als würdet ihr mich tatsächlich mit Rosen schlagen. Freie Meinungsäußerung. Ich habe gerade Hashtag Emo-Liebe hier, Ausrufezeichen Emo-Liebe gepostet. Also, ne? So meine ich. Eine fantastische Runde. Cozy, so tatsächlich. Das war so schön. Voll. Das war so schön. Ich. Schneckenrennen war cool. Ich war tatsächlich gespannt, wie das wird, wenn wir es bespielen. War gespannt, was ihr draus macht. Find's cool. Das war süß. Aber auch Gorgon mit der Falle so. Das ist auch. Ich Hallo, ich lasse doch nicht irgendwelche Mobber hier gegen Samariel gewinnen. Oh. Süß. Generell, Gorgon ist einfach die ganze Zeit, wie auf dem Jahrmarkt sind, ist Gorgon einfach nur so cute, ey, wie so eigentlich, du beschreibst immer so diesen alten Ork, aber eigentlich wie so ein kleines Kind die ganze Zeit. So süß. Ja, der hat auch wahnsinnig viel Spaß da. Das ist, Ja, offensichtlich, ja. Ich lese es gerade auch im Chat, also Schneckenrennen kam gut an. Und irgendwo habe ich es gerade gelesen, ich scroll gerade mal ein kleines bisschen. Ja, von Lamef, das eine sehr schöne Runde war, es riesig Spaß gemacht hat. Das liest man gerne. Auch allen anderen, die gerade schon geschrieben haben. Schön, das zu lesen. Juranka, dein Spruch, der wird wirklich auch in Erinnerung bleiben. So, was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe Leuten beim Pen & Paper zugeguckt, die Schneckenrennen gemacht haben. Ein denkwürdiges Schneckenrennen. Und ich habe auf Schneckenrennen gewettet. Ja. Richtig. Ha. Was passiert hier gerade? Wo sind alle hin? Was ist los? Oh, sind gerade alle weg oder kommt mir das nur so vor? Ihr habt mir einen schönen Abend bereitet. Ich dachte, Abend, es noch. Vielen Dank. Was? Oder ich war weg. Gorgol, was ist los? Sind alle, hä? Ich glaube, bei mir ist gerade irgendwie ein Fehler im Stream. Wieso ist das weg, ja? Weil ich sehe nur dich und Betty. Du musst neu laden. Du musst einmal refreshen. Charlene, freut mich zu lesen, dass du den schönen Abend hattest. Das ist toll. Mal ganz, ganz wirklich losgelöst, liebe Monkeys. Ich kann dem Chat manchmal nicht ganz so folgen, einfach aufgrund des Spielleiten. Und die All-Stars werfen mir das so über den Zaun, was so über den Abend quasi läuft. Und wenn ich das dann manchmal noch so ein bisschen auch in der Review, wenn ich irgendwie was schneiden muss, lese. Das ist wirklich so mega. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie schön es ist, wenn man das im Chat von euch liest und man dann wirklich den Abend gemeinsam in der Form miteinander verbringt und man dann einfach positives Feedback bekommt von den Leuten, die eben mit einem gemeinsam dieses Pen & Paper Abenteuer bestreiten und auch begleiten und am Abend mit dabei sind. Das ist mega. Das ist für uns, ich spreche jetzt mal für alle, wirklich so wholesome, das zu lesen und eure Unterstützung damit dabei zu haben. Und wenn ihr Kanalpunkte investiert, mit uns mitfiebert, danke. Wirklich. Mega. So geht's mir zumindest. Ich glaube, ich kann dafür uns alle sprechen. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Bester Chat, wirklich. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, ein paar von euch bei der 3 euch kennenzulernen. Ja, freue mich auch schon. Absolut. Wirklich, wenn ihr es euch irgendwie einrichten könnt, wenn ihr es eh noch nicht schon geplant habt und ihr euch fragt, was mache ich denn an dem Wochenende 18., 19., 20., kommt nach 3 euch auf die 3 euch. Die Monkeys sind alle da. Wir sind vor Ort. Alle. Alle. Ihr habt es gehört. Alle. Es sind alle Monkeys da. Ihr werdet das komplette Team vor Ort haben und quatscht uns an, wenn ihr auf der Dreieich seid und ihr habt irgendwas Monkey-mäßiges an, also wenn ihr irgendein Merch-Shirt dabei habt, einen Pulli anhabt, eure Monkey-Tasse mitbringt. Ihr kriegt von mir einen Monkey, einen echten Monkey. Quasi. Hatte ich letztes Jahr schon mit dabei. Quatscht uns an, wenn ihr im Monkey-Outfit in irgendeiner Form dabei seid, den Merch anhabt an dem Wochenende. Ihr kriegt für mich den echten Monkey. Ich zeig's euch einmal. Ich bin gerade schon in der Produktion. Der ist leider leer. Ihr kriegt einen echten Monkey. Ja, der ist jetzt leider schon leer. Wir kennen es vom letzten Jahr. Quatscht uns an. Kommt vorbei. Und
ob ich einen echten Adler habe. Nee. Der Monkey, also der Key. Einen Monkey. Und Supportschlüssel, den ihr ganz stark in der Staffel 2 schon erlebt habt, mit dem Ratchet immer die Allstars ja hin und her portiert habt. Genau. Schon mal jetzt als Ankündigung. Wir würden uns, glaube ich, alle sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Auf jeden Fall. Ja, also Dreieckkon steht an. Deswegen in 14 Tagen fällt unsere Kampagne aus. Wenn wir dort alle schon auf der Anreise sind am Freitag, tragt euch den 22.11. im Kalender ein. Da gibt es den Grande Compendium Drunken Monkey Special Stream. Hüpft gerne noch auf dem Discord, wirkt mit als Stammgast, könnt ihr quasi in den VIP-Bereich mit reinkommen und mitwirken. Wird in den nächsten Tagen ein bisschen Fahrt aufkommen. Danke dir für den Link, Grande Compendium, die Zeichen unserer Artworks. Und mit denen wir eben das Abenteuer auch bestreiten werden. Die werden das, was wir uns Verrücktes ausdenken, wird Grande vom Grande Compendium, das einer von beiden, zeichnen. Und ich werf's den Allstars quasi vor die Füße. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumgekommen ist. Ich auch. Yep. Geht den nächsten Tagen weiter. Also, liebe Allstars, nicht reingehen. Spoilert euch nicht. Und dann, das hat mir ja vorhin, glaube ich, auch schon angekündigt, das kündige man aber auch noch ordentlich an. Wir schreiben noch die Termine richtig sauber runter. Am 25.11. geht es dann direkt mit unserer Kampagne weiter nach dem aktuellen Plan. Oder 24.11. 24. Genau. 24. Wir wechseln nach der Dreieichkon unseren Rhythmus. Quasi, wir sind dann nicht mehr so wie jetzt, sondern einfach vertauscht am Start, dass ihr das auch schon mal wisst. So, genug gequatscht von mir. Werbeblock Ende. Aber ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich wirklich auf diese Dreieichkon freue. Absolut. Wir streamen jetzt ja über ein Jahr miteinander. Ein Jahr. Ja. Und es wird mal Zeit, dass wir uns alle in Person treffen. Haben wir untereinander auch noch gar nicht alle. So einzelne, ja. Aber noch nicht alle. Ich glaube, keiner von uns hat noch jeden getroffen bisher, oder? Nö. Deswegen. Ich freue mich schon. Jeder hat schon mal irgendwie zu dem einen oder anderen mal gesehen. Ja. Aber der überwiegende Teil auch noch nicht. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Das wird mega, ihr Lieben. Wenn ihr es möglich machen könnt, kommt vorbei. Wir würden uns alle riesig freuen. Und auch alle, die jetzt schon gesagt haben, dass sie da sind. Wir machen den größten Affenzirkus dort. Wir überrennen das Ding und machen den Affenzirkus dort. Das habe ich jetzt einfach so mal gesagt. Das machen wir auch. Alright. Lieben Allstars, ihr vier. Ich würde euch an der Stelle, wie immer, das kennt ihr ja schon, letzte Worte übergeben. Ach, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, es wurde eigentlich schon alles gesagt. Es war ein super, super schöner, wholesomer Abend. Ich habe das sehr genossen, jede Minute davon. Es war wieder wunderschön, mit euch zu spielen in der Runde und du hast wieder super geleitet, Imu. Ich habe richtig dieses Jahrmarkt-Feeling wieder bekommen. Und ja, ich freue mich, wie es weitergeht. Ich hoffe, es bleibt noch eine Weile schön. Ich hoffe einfach das Beste, solange es so bleibt. Also, ganz viel Liebe auch an alle, die da waren heute. Es war ja streamtechnisch heute viel los, aber es sind immer noch so viele Leute da. Und danke für die ganzen Raids und ja, einfach schön, dass ihr alle da seid. Hashtag bester Chat. Willkommen im Dragon Monkey Last Man on Earth. Willkommen. Ja, kann ich mich anschließen. Es wurde schon so viel Gutes gesagt. Ich bedanke mich bei euch, Chat. Ihr habt das einfach wieder zu einem unvergesslichen Abend gemacht. Ich bedanke mich bei euch vielen. Wie gesagt, auch bei dir, Emu. Danke fürs tolle Leiten. Danke fürs Mitspielen. Ansonsten habt ein schönes Wochenende, habt einen total entspannten Abend noch und vergesst nicht das gute Buch vom lieben Tintenraben euch zuzulegen. Ich muss gleich nochmal den Link, da kam er schon, sehr schön. Auf Stichwort. Darf er gleich noch was zu sagen? Noch? Ja. Genau. Gut, dann mache ich gleich weiter. Es war wie immer eine Freude, mit euch zu spielen. Verklickt.
Also mehr, mal weniger. Ja. Aber an sich freue ich mich ja schon, mit euch zu spielen. Natürlich auch mit Emo. Mit dem DM unserer Herzen. Musst du gleich brechen? Ja. Ja. Sind so viele Komplimente heute, das hält sich, das langsam die Grenze erreicht. Also ich finde das Jahrmarkt-Setting ja eigentlich ganz cool, aber ne, ich bin echt schon froh, wenn wir weg sind. Ja, wie immer, es war mir eine Freude. Ich werde in der nächsten Zeit keine Komplimente mehr aussprechen. Es reicht dann mal wieder für den... Wir sind noch auf dem Jahrmarkt. Solange wir dort sind, wann hast du die Aufgabe. Wann haben wir den nächsten Stream? 25. glaube ich. Ja, bis dorthin sind ein paar Wochen, da kann ich. Ja, aber erholen. Auf drei, ich muss ja dann auch noch immer. Richtig. Stell dir vor, sie ist dein Cosplay und jeder, der den Namen Lilith ruft, die muss den Kompliment machen. Ich gehe, ich fahre wieder nach Hause. Und ich glaube nicht, jetzt Reihe, ich liebe Einhörner. Und das, ich wenn muss du immer tanzen, Sophie, wenn ihm jemand zuwinkt. Nehme ich meinen Blumenkranz mit und gieße ihn auf der Dreieck. Oh Gott. Ja, Benni, du darfst. Wunderbar. Dann sage ich auch nochmal danke an die fantastische, tolle Runde, Gorgol, Meriel, Lilith. War eine super Runde mit euch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So ein richtiger, cozy, wholesome Stream nach Luyana. Und auch das Gespräch mit Meriel hat, glaube ich, in Character auch nochmal sehr gut getan. Und wie immer, danke an den weltbesten Chat, den man sich nur vorstellen kann, die uns weiterhin tatkräftig unterstützen. Und jetzt noch mit fast 45 Zuschauern bei uns sind. Ihr seid einfach wahnsinnig. Und natürlich auch danke an den fantastischen DM, den lieben Emu. War einfach eine tolle Runde. Und da es Ditke ja angesprochen hat, ich habe es schon gesehen von Charlene, danke fürs Vorbestellen. Morgen startet unsere Dark Fantasy Anthologie, wo ich mit Der Stolz des Raben, einer Kurzgeschichte aus meiner Kampagnen-Buchwelt vertreten bin. 5,99 das E-Book, das Print für 24,99 und wenn ihr ganz verrückt seid, schreibt uns an, dann kriegt ihr es von allen 10 Autoren signiert. Und ich klatsche den Link auch nochmal auf Discord und nochmal hier in den Chat. Werbeblock Ende. Danke, dass ihr dabei wart. Es war spitze. Vielen lieben Dank für eure abschließenden Worte und auch Worte an den Chat gerichtet. Über den Rap. Genau. Mach bitte auf Discord nochmal den Post. Dann schreib auch gerne mit dazu, das, was du auch gerade auf der Tonspur gebracht hast. Ihr vier lieben Allstars, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, den Abend mit euch zu verbringen. Vielen lieben Dank dafür. Ihr seht fantastisch aus. Danke für euer erneutes Cosplay, das ihr jedes Mal macht, dass ihr die Mühen nicht scheut, euch in Schale zu werfen. Das wäre nicht notwendig. Ihr seht noch besser aus mit. Danke dafür. War mir eine Freude mit euch und auch liebe Monkeys. Vielen lieben Dank. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen für die Begleitung noch so spät bis am Abend. Spaß gemacht mit euch. Danke auch die Raider für die Unterstützung des heutigen Abends, die mit rüber gehüpft sind in jeglicher Form. Auch der Support hier des Kanals. Danke euch allen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen restlichen Abend bzw. eine gute Nacht. Schönes Wochenende. Wir lesen uns, wir schreiben uns und das nächste Play, wie gesagt, 25.11. Bevor du abbrichst, ja. Lieber Emu, wir könnten dann auch den Kaiser raiden, der ist noch online. Yes. Würde ich gerade fragen. Danke. Der zockt gerade Rocket League. Dann, meine Lieben, bleibt dran. Wir raiden dann, ich habe nämlich bei mir loadet schon die ganze Zeit der Raid-Bereich. Jetzt ist er da. Wir raiden dann rüber, nämlich zum lieben Kaiser.
aka Shay, unser liebstes Teammitglied. Euch allen, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Gute Nacht. Bleibt dran. Wir hüpfen zum Kaiser rüber, sagen dort Hallo. Welchen Hashtag nehmen wir? Ich wäre für Sugar Shay. Sugar Shay? Ja, Sugar Shay. Sugar Shay. Lieben, macht ihr alle mit? Yes. Wir raiden zum Kaiser mit Sugar Shay. Ich bereite einmal den Raid vor. Und dann möchte ich im Chat drüben Sugar Shay sehen. Alright, wir dürfen einmal winken. Wir hüpfen gemeinsam rüber zum lieben Kaiser und Sugar Shay. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Platz. Ja, also ich bin rüber geradet. Hab nur keinen Sound, deswegen höre ich nicht das selbst.